So, schönen guten Tag und herzlich willkommen hier in Berlin zum Aktionstag gegen den Rundfunkbeitrag. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Ja, kleinen Applaus vielleicht. Ja, danke schön. Genau. Wir wollen ja ein bisschen über den Rundfunkbeitrag heute sprechen. Wir haben mehrere Gäste. Sie werden gleich vier starke Frauen hier kennenlernen, die Widerstandskämpferinnen sind. Eine hat sogar schon im Knast gesessen, weil sie den Rundfunkbeitrag nicht bezahlt. So weit ist es mittlerweile schon. Nachher gibt es noch einen Protestmarsch zum Pariser Platz. Da können Sie sich beteiligen. Und wir haben ja noch eine Diskussion hier oben auf der Bühne. Also ist einiges geplant. Und 17,50 Euro im Monat, da sagen natürlich einige, naja, Gott, was soll man sich jetzt darüber aufregen? Da gibt es auch ganz andere Probleme. Klar, aber dieses System ARD-ZDF kassiert im Jahr über 8 Milliarden Euro. Und das ist ein ziemlich verkrustetes System. Da gönnen sich eine Menge Leute eine Menge Geld. Herr Buro vom WDR verdient im Jahr 80.000 Euro mehr als die Bundeskanzlerin. Da fragt man sich natürlich schon, das könnte auch alles eine Nummer kleiner sein. Ich habe persönlich gar nichts dagegen, wenn es so eine Art Subvention fürs Fernsehen gibt. Es gibt bestimmte Bereiche, die kann man nicht über einen freien Markt finanzieren. Ich denke mal, wenn wir über Hochkultur sprechen, über Bildung, über unabhängige Informationen. Aber das ist wie bei der Theaterförderung. Da gibt es auch bestimmte Theater, die müssen auch subventioniert werden, wie Shakespeare spielen oder Richard Wagner, Opernhäuser und so weiter. Nur beim Fernsehen ist es ja so, ARD und ZDF, die kassieren 8 Milliarden Euro im Jahr, aber die spielen eben nicht Shakespeare und Richard Wagner, die spielen Boulevardtheater. Das ist ja das Problem. Und da muss man sich ein bisschen zur Wehr setzen. Ich tue das auch, ich bin auch Beitragsverweigerer. Mir haben sie das Geld schon zwangsweise abgenommen. Im Knast war ich jetzt noch nicht, aber wir werden hier noch einige Fälle gleich hören. Ja, es geht uns darum, hier auch aber auf einer sachlichen Ebene dieses Thema zu behandeln. Deswegen ist uns ganz wichtig zu betonen, dass wir mit Verschwörungstheoretikern und Reichsbürgern und auch gewissen dubiosen Parteien nichts zu tun haben wollen. Das ist einfach wichtig zu sagen, weil man leider bei diesem Thema immer teilweise auch sehr unangenehme Leute anzieht. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, dies zu betonen, dass wir hier eine seriöse und sachliche Veranstaltung machen wollen, die auf der Sachebene sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und das Ganze wird hier organisiert von der Bewegung GEZ-Boykott. Und ich möchte Ihnen jetzt René Ketterer vorstellen, einer der Gründer und Hauptverantwortlichen für diese Bewegung. Und René, du wirst uns jetzt mal kurz erklären, was diese Bewegung macht und wie du überhaupt dazu kamst, das ins Leben zu rufen. Also wie Holger schon sagte, betreibe ich zusammen mit einer Gruppe von 10 Leuten das Forum GEZ-Boykott.de. Und diese Gruppe hat sich so entwickelt als die größte Gruppe Deutschlands, die sich halt objektiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Okay, danke. Unsere Gruppe besteht mittlerweile in Facebook aus ungefähr 50.000 Leuten. Darüber hinaus haben wir in unserem Forum 15.000 Leute. Und damit ihr eine Ahnung habt, wie viele Leute uns besuchen, es sind ungefähr 3 Millionen Zugriffe pro Monat. Man muss sich das vor Auge führen, wir haben nur ein einziges Thema, das die Leute bewegt. Und trotzdem haben wir solche hohe Zugriffszahlen. Allein im Forum 1,5 Millionen Zugriffe. Jeder kann das einsehen, das haben wir für alle offen, damit jeder sieht, wie viele Leute sich mit diesem Thema, ich will nicht sagen identifizieren, aber beschäftigen. Wir arbeiten, wie ich schon sagte, 10 Leute zusammen. Ich möchte mich bedanken halt auch halt bei allen meinen Teammitgliedern, denn sie sind Tag und Nacht dabei, das Forum zu kontrollieren. Wir müssen das Forum auch von gewissen Denkrichtungen
fernhalten. Wir sind überparteiisch. Wir sympathisieren nicht mit irgendwelchen Gruppierungen, die dieses Thema für sich vereinnahmen wollen, um einfach Profit daraus zu schlagen. Vielleicht wird der eine oder andere verstehen, worum es geht. Sondern wir arbeiten daran, eine Wissensbasis zu schaffen in dem Forum, mit der jeder seinen Widerstand leisten kann. Und diese Wissensbasis wird halt täglich ausgebaut und das machen halt unsere Freunde im Forum sehr, sehr, sehr gut. Und ich möchte mich herzlich bedanken. Das sind nicht nur Teams-Mitglieder geworden, sondern für mich sind alle Freunde mittlerweile Familie geworden. Ich bin stolz auf meine Leute. Ich bin stolz auch. Aber ich bin auch stolz auf alle Forumsmitglieder, denn die Qualität mittlerweile ist sowas von gut. Man könnte vielleicht eine Diplomarbeit daraus machen. Es sind alle fundierte Beiträge, die wirklich objektiv das Problem angehen und nicht wie vielleicht woanders, wo es halt irgendwas versprochen wird, wie kann man sich von irgendeiner Zahlung drücken oder sonst irgendwas. Nein, wir gehen objektiv vor, jeder kann das nutzen, jeder kann das kostenlos nutzen. Das ist halt für jeden da und ich lade jeden auch ein, unser Forum zu besuchen. Hier hinten ist dann die Adresse des Forums und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie alle auch mitmachen würden und wenn jemand halt eine Idee hat, wie kann man diesem System oder dieses System zu Fall bringen, her damit. Aus dem einfachen Grund, wir stoßen halt auch auf taube Ohren bei Politik, bei Justiz. Vielleicht wissen einige, dass wenn jemand dagegen klagt, bekommt man immer dieselben Urteile. Per Copy und Paste. Das heißt, keiner von den Richtern bisher hat sich wirklich die Mühe gegeben, die Gründe einzeln zu untersuchen und ein Urteil zu fällen, sondern es wird eine Schublade aufgemacht, es werden die fertigen Urteile rausgeholt, Stempel drauf, fertig, der nächste. Und so wird im Moment halt hier geurteilt. Aber mittlerweile ist es halt so, es sind um die 60 Klagen, Anhänge beim Bundesverfassungsgericht. Da versprechen wir uns vielleicht noch was. Und wenn das auch nicht geht, dann muss die EU ran. Aber wir werden mit eurer Hilfe dieses System, dieses Unrechtssystem zu Fall bringen. Weil es gut, ich möchte nicht lange hier reden, weil wir nämlich halt hier ganz prominente Gäste haben, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen. Es wird auch so sein, unsere Gäste werden vortragen und dann kann man halt den Gästen auch Fragen stellen und die werden versuchen, halt die Fragen zu beantworten. Ich kann nicht versprechen, dass jeder halt zu Wort kommt, aber wir werden uns Mühe geben. Ansonsten vielen, vielen Dank, vielen herzlichen Dank und ich würde mich freuen, halt, wenn Sie bis zum Ende der Veranstaltung hier bleiben und mit uns durchmarschieren bis zum Brandenburger Tor. Ich danke Ihnen allen. Ja, vielen Dank, René. Jetzt habe ich dich vorgestellt und am Anfang vergessen, mich selbst vorzustellen. Mein Name ist Holger Kreimeier. Ich mache seit 10 Jahren schon ein Magazin im Netz, das heißt Fernsehkritik.tv, vielleicht kennen das ja einige auch. Und ich habe mittlerweile auch einen eigenen kleinen Online-Sender und den finanziere ich auch über Abogebühren, aber natürlich darf man freiwillig dafür bezahlen. Also jemand, der das nicht gucken möchte, muss auch nichts bezahlen. So stelle ich mir das eigentlich vor. Das ist ja eigentlich auch logisch. Jetzt gibt es ja auch die Öffentlich-Rechtliche im Internet. Das nennt sich Funk. Ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat. Das ist kein Sender, sondern die kaufen sich einfach überall ein. Die nehmen sich irgendwelche erfolgreichen YouTuber und sagen, pass mal auf hier, kriegst du ja mal 10.000 Euro von uns und dann drücken wir den Stempel Funk drauf und dann kann Funk hinterher sagen,
guckt mal Leute, wie viele Leute uns gucken. Dabei waren die alle vorher schon erfolgreich, bevor es den Rundfunkbeitrag gab. Die Rocket Beans zum Beispiel, die kenne ich gut, die Jungs, sind sympathisch, aber die machen zum Beispiel ein Games-Magazin, was über einen Rundfunkbeitrag jetzt finanziert wird. Die machen, haben auch vorher schon jahrelang ein Games-Magazin gemacht, ohne dass es einen Rundfunkbeitrag geben musste. Und das ist ziemlich absurd. Und meine Firma, mit der ich das Ganze produziere, muss übrigens auch zwangsweise Rundfunkbeitrags bezahlen. Das heißt, ich bin noch gezwungen, meine eigene Konkurrenz zwangs zu subventionieren. Das ist ja völlig irre, was wir da alles erleben. So, ich habe Ihnen vier starke Frauen versprochen. Die bitte ich jetzt mal auf die Bühne. Siglinde Baumert, Mandy Bock, Tetjana Rosina und Katrin Weihrauch, bitte. Frauenpower in Berlin. Siglinde, du bist ja nicht so nah an den Ofen, du, sonst kriegst du, sonst wird es ein bisschen zu heiß. Du bist ja nun bekannt geworden dadurch, dass du tatsächlich ein paar Wochen im Gefängnis gesessen hast, weil du dich geweigert hast, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen. Du hast die Geschichte schon oft erzählt, ich weiß, aber du musst sie auch uns heute nochmal erzählen. Ja. Wie kam es dazu? Die haben dich irgendwann an deinem Arbeitsplatz abgeholt. So ist das gelaufen, ne? Ja gut, erstmal war für mich irgendwann die Entscheidung, zahle ich die GEZ weiter oder bezahle ich sie nicht weiter. Am Anfang war es einfach nur aus einem natürlichen Gerechtigkeitsempfinden heraus, dass ich so gesagt habe, Preis-Leistungs-Verhältnis passt überhaupt nicht für mich zusammen. Also das Programm, was ich dafür geboten bekomme, für das Geld, nein. Dann möchte ich lieber von dem ganzen Kram nichts mehr hören, nichts mehr sehen, habe meine Ruhe und habe die Zahlung kurzerhand eingestellt. So. Welche Konsequenzen das für mich haben würde, konnte ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht einschätzen. Ich habe dann im Internet so gelesen, die einen sagen, melde dich überhaupt nicht, die anderen sagen, leg Widerspruch ein. Und dann ja, habe ich so, ach komm, gehst erstmal den bequemen Weg und lässt die Sache mal laufen. So, irgendwann kam dann eine Mahnung, dachte, oh, jetzt müsst ihr doch mal langsam was machen. Inzwischen bin ich natürlich schlauer, hätte wesentlich eher Widerspruch einlegen sollen, müssen, keine Ahnung. Hab dann reagiert, hab Zurückweisungen geschrieben und so aus irgendwelchen Sachen aus dem Internet. War natürlich vollkommen erfolglos. Heute weiß ich auch, warum das so ist. Aber ich bin juristischer Laie und hab dann so gesagt, okay, ich lerne jetzt ganz einfach mal unser Rechtssystem ein bisschen kennen. Mit dieser Einstellung bin ich dann ganz einfach auch daran gegangen und habe so gedacht, also wegen dem Betrag, der jetzt hier gefordert wird, werden sie ja jetzt nicht so was weiß ich was für Maßnahmen ergreifen. Da kamen dann Androhungen, irgendwann Vorladung zur Vermögensauskunft, weil ich nicht gezahlt habe, weil ich nicht pfändbar gewesen bin. Also es war ein Pfändungsauftrag bei mir auf dem Konto. Ich habe dann ein P-Konto einrichten lassen. Dadurch sind sie an mein Geld nicht rangekommen. Und nun wollten sie unbedingt wissen, ob denn nun pfändbares Vermögen vorhanden ist oder nicht. Und in dem Moment wird man halt zur Vermögensauskunft vorgeladen. Und wenn man dort unentschuldigt fernbleibt, kann man bis zu 6 Monaten unabhängig von der Höhe des geforderten Betrages inhaftiert werden. So, ich habe auf diese Vorladung zur Vermögensauskunft mit einer 3-seitigen Begründung reagiert, wo dann für ich halt erklärt habe, warum ich das nicht bezahle. Ganz einfach, es ist, die Öffentlich-Rechtlichen haben einen Senderauftrag zur Staatsferne, den erfüllen sie nicht. Die Beiträge, die dort gebracht werden, sind ganz einfach tendenziös, politisch unterwandert. Das, was dort angeboten wird, ich lasse mich nicht kriminalisieren, indem ich im Moment, wo ich das ganz einfach mitfinanziere, weil die ihren Auftrag einfach nicht erfüllen. Fertig. War für mich die Sache erledigt. In diesen Paragraphen mit der Erzwingungshaft steht ganz einfach drin, wer unentschuldigt der Vermögensauskunft fernbleibt, kann inhaftiert werden. So, war für mich die Entschuldigung. Nun ist es aber so, viele von euch wissen das sicherlich, man kann argumentieren, wie man will. Am Ende wird die Sache durchgezogen, so auch bei mir. Der Gerichtsvollzieher hat dann mir den Haftbefehl zukommen lassen. Ich habe natürlich erstmal geguckt, oh, das wollen die das Ding doch nicht etwa wegen 191 Euro durchziehen. Und ich denke aber, der Gerichtsvollzieher wollte auch unbedingt demonstrieren, welchen Einfluss und welche Macht er auf Leute hat, um ganz einfach seine Ziele zu erreichen. Es ist also so, der Gerichtsvollzieher und ich, es hat sich auch zwischen ihm und mir so
eine weniger freundschaftliche Beziehung entwickelt, würde ich mal sagen. Der kam dann immer früh, wenn ich an der Arbeit gewesen bin und wollte die Wohnung betreten, ging natürlich nicht. Und dadurch sind die Vollstreckungskosten angestiegen auf über 500 Euro und dadurch konnte er den Arbeitgeber ermitteln. Und in dem Moment war dann für ihn die Tür offen, dass er mich am Arbeitsplatz inhaftieren konnte. So, und ich habe dann an der Arbeit gesessen, Telefon klingelte, ja, ich soll ins Hauptgebäude kommen und dann wurde ich dann von zwei Polizisten und dem Gerichtsvollzieher erwartet, bin gefragt worden, ob ich die Vermögensauskunft abgeben soll, ja oder nein. Und ich habe das verneint. Ich habe dann also auch nicht lange mehr rumgefackelt. Ja, ich bin bereit, aber unter den und den Voraussetzungen, für mich war die Sache gelaufen. Ich bezahle das nicht, ich mache das nicht, fertig, aus. Ja, und so bin ich dann halt ins Gefängnis gekommen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was dann mediale Öffentlichkeit bewegen kann. Über das Internet ist der Fall bekannt geworden. Ich bekam dann irgendwann eine Presseanfrage in der JVA, die wurde genehmigt. Und dann gab es ein Interview von der Welt. Und einen Tag, nachdem der Beitrag veröffentlicht wurde, kam dann für mich vollkommen überraschend nach 61 Tagen die Haftentlassung. Also in dem Moment hat man ganz einfach gesehen, dass die Verhältnismäßigkeit im Rahmen von 190 Euros und 6 Monaten Haft überhaupt nicht gegeben ist. Und in dem Moment haben sich die Öffentlich-Rechtlichen selbst lächerlich gemacht und losgestellt. Wobei ich sagen muss, jetzt komme ich zum nächsten Thema, die Sache mit der Haft. Ist für mich nach wie vor ungeklärt, ob der MDR davon gewusst hat oder nicht. Bei mir ist es also der MDR. Im Haftbefehl steht das Landratsamt als Gläubiger. Offiziell hat aber der MDR den Antrag auf Erlass des Haftbefehls zurückgenommen. Das heißt, hier ist mit der Gläubigergeschichte unsauber gearbeitet worden. Die Gerichte haben das alles durchgewunken. So lernt man halt auch die deutsche Justiz mal kennen. Ja, das habe ich viel erzählt, so viel habe ich noch nie darüber erzählt. Es hat für dich ja auch noch... Die Verbindung ist leider schwach, ich kann nichts dafür... Es hat für dich ja auch noch insofern ernsthafte Konsequenzen gehabt, weil du deinen Arbeitsplatz ja verloren hast. Das musst du auch noch unbedingt erzählen. Ja gut, ich hatte meinen Arbeitgeber im Vorfeld informiert. Ich hatte schon Mitte Oktober von der anstehenden eventuellen Haft erzählt gehabt. Und innerhalb der unteren Etagen war dann also, GEZ finden sie auch nicht so toll, aber die Entlassung hat dann die ganz oberste Etage entschieden, mit denen ich im Prinzip nichts zu tun hatte. Und in dem Moment musste ich halt damit rechnen. Aber da sieht man halt ganz einfach wirklich, welche Konsequenzen es haben kann, wenn man zu seinen Überzeugungen steht. Und wenn ich behaupte, dass mit diesem Zwangsbeitrag existenzbedrohende Maßnahmen verbunden sind, dann ist das keine bloße Behauptung, dann ist das eine Tatsache, denn ich habe es einfach erlebt. Das funktioniert. Verschlagen werden bis zur bedingungslosen Kapitulation, die sind zu weit gegangen mit diesen Beiträgen. Ja. Dieser Zwang, wir kommen jetzt immer wieder Fälle zugetragen, egal in welchen Situationen sich die Menschen befinden, da war das Schreiben an den WDR. Die Einzelfälle sind vollkommen uninteressant, egal ob da jemand wirklich schwer an Krebs erkrankt ist oder ob das ein armer Rentner ist, der gerade noch so sich über Wasser halten kann und über dieser Freigrenze liegt. Oder es wird zum Beispiel auch gefordert, wenn man unterhalb dieses Existenzminimums liegt, dass man Zuschüsse bekommen würde, ansonsten wird gepfändet. Also was hier passiert, das ist unfassbar einfach in meinen Augen. Was man dadurch alles mitkriegt, also kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Ich habe auch das Bundesverfassungsgericht angeschrieben. Ich habe den Fall da... Da kommen wir noch zu. Also, was sich ja wie ein roter Faden durch die ganzen Geschichten zieht, die wir auch jetzt hier noch haben, ist immer dann, wenn plötzlich die Medien darüber berichten, bewegt sich was. Das heißt, es ist irgendwie schon auffallend, also der öffentliche Druck ist ganz wichtig. Katrin? Darf ich noch ganz kurz was erzählen? Ja. Ich möchte ganz gerne noch was zu meinem aktuellen Stand erzählen. Also, bei mir wurde die nächste Zwangsvollstreckung angekündigt. Eine Zwangsvollstreckung ist am Laufen. Und zwar
Die Zwangsvollstreckung, die gerade läuft, bezieht sich auf die Haftkosten. Das heißt, ich soll meinen Sonderurlaub auch noch bezahlen. Ja, ich muss man unbedingt ganz einfach mal ansprechen. Und die beiden. Wie viel ist das? Was sind die Betrag? Oh, insgesamt waren das ursprünglich 770 Euro. Also nicht so viel, wie man meint. Das stimmt also auch mit den Angaben, die ich in der JVA bekommen hatte. Und dann sind noch zwei Rechnungen offen von den abgelehnten Beschwerden. Ich hatte Beschwerden eingereicht gegen den Eintrag ins Schuldnerverzeichnis und gegen den Haftbefehl. Und die Begründungen, die ich von den Gerichten bekommen habe, sind für mich inakzeptabel und deswegen bezahle ich das alles nicht. Fertig. Das kann es aber sein. Also ich muss nächste Woche, beziehungsweise ich habe die nächste Vorladung zur Vermögensauskunft wegen dieser Geschichte. Ob ich da hingehe oder nicht, das wird sich kurzfristig nächste Woche entscheiden. Aber es könnte sein, dass ich wieder ein bisschen Öffentlichkeit gebrauchen kann, falls Sie mich wieder abholen wollen, weil ich ja so gefährlich bin. So, aber jetzt bin ich fertig. Ja, unfassbare Geschichte. Das Mikro einmal kurz weitergeben an die Katrin. Katrin. Du bist ja auch denn plötzlich so ein bisschen in den Medien gewesen. Du bist nämlich auch akut bedroht gewesen davon, dass man dich einsperren wollte. Und das konnte aber noch abgewendet werden letztlich. Wie kam das? Also ich bin nach wie vor nicht Nutzer und nicht Zahler. Und hatte dann den Haftbefehl letztes Jahr August im Briefkasten, weil ich auch die Vermögensauskunft nicht abgegeben habe. Oder, ja, ich habe sie nicht abgegeben, fertig. Und gab es aber schon ein ganz großes Netzwerk im Internet, da habe ich dann auch die Sieglinde kennengelernt. Und wir haben das dann geschafft, so langsam durch die Medien durchzudrücken, dass es dann auch an die große Presse gegangen ist. Also das Stadtfernsehen in Brandenburg hat dann einen Artikel darüber gebracht, dass ein Haftbefehl gegen mich vorliegt, und dann kam die Taz, und dann irgendwann stand es dann auch in der Bild-Zeitung, und Sat.1 war da und hat bei mir gedreht. Und mit dem Tag, wo es in der Bild-Zeitung stand, hat der RBB sich das erste Mal gemeldet öffentlich und hat den Haftbefehl zurückgezogen. Also es ist doch schon echt, das habe ich am eigenen Leib gespürt, und was für eine Macht die Medien haben, in dem Fall jetzt mal positiv für mich. Ja. Wenn du sagst, RBB hat jetzt das zurückgezogen, heißt das ja, dass die auch die Entscheidungsbefugnis durchaus haben. Weil ich glaube, oft behaupten die ja immer, ja, da können wir nichts dafür, das ist eben die Justiz, ne? Das denke ich auch. Also was auffällt, dass natürlich niemand irgendwie die Verantwortung übernehmen will. In den ganzen Antwortschreiben, die man bekommt, wenn man sich auf den Schriftverkehr einlässt, der eine schiebt es auf die Landesrundfunkanstalt, der andere wieder auf die Länder. Und das ist insofern schwammig, und keiner übernimmt die Verantwortung letztendlich. Ne? Und dass da irgendwas faul ist, das liegt ganz offensichtlich auf der Hand. Wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Also bist du jetzt da völlig raus aus der Sache oder bist du immer noch akut bedroht mit Knast? Also die Beträge sind natürlich weiterhin offen. Nur ist es momentan so, dass sie niemand mehr von mir einfordert. Ich habe auch die Ankündigung bekommen vom RBB jetzt über die nächste Zwangsvollstreckung, auch wie die Sieglinde, und dass das wieder an meine zuständige Vollstreckungsbehörde geschickt werden soll, an das Amt Bethsee in meinem Fall. Und ich weiß nicht, ob die das nochmal tun, nachdem sie so erfolglos waren im Oktober. Also es ist nach wie vor alles offen, aber ich bin dabei. Ich werde nicht zahlen. Ne? Unter keinen Umständen. Wow. Und was ich noch dazu sagen muss, ich lebe ja jetzt seit einem halben Jahr ungefähr mit dieser Situation. Ne? Mir wurde auch das Konto gepfändet und mein Dispo und meine Kreditkarte, alles nur noch im Guthabenbereich, was erstmal für mich am Anfang gewöhnungsbedürftig war, aber ich muss jetzt sagen, nachdem ich ein halbes Jahr auch mit diesen Bedrohungen, und immer sitzt einem so ein bisschen was im Nacken mit dieser GEZ und dann kommt schon wieder ein Brief, mir geht's gut. Ja? Also man kann da doch super mit leben, wenn man sich ein bisschen damit arrangiert, mit diesem Ganzen. Ja? Da ist der Idealismus dann größer, und das finde ich auch richtig so. Da haben wir die Mandy. Schön, dass du auch da bist. Hallo. Ja, bei dir ist es eine ähnliche Geschichte. Erzähl sie uns. Ja, eigentlich der gleiche Werdegang wie bei den anderen Mädels. Man bekommt Bescheide, man bekommt Mahnungen. Irgendwann schaltet sich das Landratsamt ein bei mir. Ich war persönlich dort vorsprechen, zu einem Zeitpunkt, als ich schwanger war, habe den Leuten auch erklärt, dass ich das nicht nur für mich mache, sondern auch für meine Kinder. Applaus
Weil irgendwann buchen die uns vielleicht nicht 17,50 Euro im Monat ab, sondern 50 oder 100 für irgendwas, was wir nicht nutzen. Einige Leute im Landratsamt hatten kurzes Einsehen, haben den Fall zurückgegeben an den Beitragsservice und haben gesagt, sie melden sich wieder, wenn was kommt. Der nächste Schritt war dann natürlich Gerichtsvollzieher. Der Beitragsservice lässt einen ja nicht in Ruhe. Ne? Bitte schicken Sie mal den Gerichtsvollzieher zu Frau Bock. Der kam nicht, es kamen Briefe. Selbst der Gerichtsvollzieher hat mir Zugeständnisse gemacht und gesagt, für ihn ist das Tübinger Urteil oder der Beschluss rechtskräftig, er kommt nicht zu mir, er wartet ab. Der gute Gerichtsvollzieher ist dann aber leider in Rente gegangen und ein junger Aufstrebender ist nachgerückt und der meinte, er schickt mir mal einen Haftbefehl. Ja, den habe ich nie gesehen, ich habe nur einen Brief bekommen, in dem drin stand, er hätte einen Haftbefehl, also gesehen habe ich ihn nicht. Ja, kurz oder lang, wir haben dann einfach dieses Schreiben spontan bei Facebook hochgeladen, es wurde mehrere hundert Mal geteilt. Und plötzlich schaltet sich wie bei der Katrin ne, die Öffentlichkeit ein und hat also was losgetreten, eine riesige Lawine. Und ich kam dann von fremden Leuten E-Mails, Briefe bekommen, wir unterstützen dich, wenn du Hilfe brauchst. Und der Herr Gutacker hat mir dann eine E-Mail geschrieben, er hat eine Presseanfrage gestellt beim MDR und diese haben den Haftbefehl zurückgenommen. Das wäre wohl ein Versehen. Also der wusste, ja. Ich habe parallel hatte ich eine E-Mail geschrieben an die Carola Wille, an die Intendantin des MDR, habe auch gesagt, ja, sagen Sie mir doch bitte, was mache ich mit meinen zwei Kindern, wenn ich in Gefängnis gehe, also ich werde mich nicht beugen. Und da kam nichts. Wie gesagt, die Presse bekommt immer früher schon Bescheid. Ja, und dadurch wusste ich erstmal, ich bin aus dem Gefahrenbereich raus. Das habe ich dann auch mittlerweile schriftlich bekommen, dass dieser Haftbefehl zurückgezogen wurde. Man hat mich eine Zeit lang in Ruhe gelassen. Ich sollte dann verhandeln. Mir wurde Ratenzahlung angeboten, also totaler Quatsch, bezahle ich nicht. Und ja. Bei mir ist jetzt 17,50 pro Monat. Genau, genau. Und bei mir ist jetzt eigentlich der Stand der Dinge, dass ich vom Amtsgericht einen Brief bekommen habe, dass die Vollstreckung rechtskräftig ist, dass die auch so sein soll und dass ich zahlen soll. Ich habe mich aber nicht wieder geribbelt bei denen, weil das eh nichts bringt. Ich habe jetzt ein Pfändungsschutzkonto. Ich warte jetzt einfach, was passiert. Also ich werde weiterhin nicht zahlen. Wow. Dann haben wir noch die Tatjana. Schön, dass du auch da bist. Ja, danke. Hallo. Da. Same procedure, hätte ich jetzt fast gesagt. Bei dir ist es auch ähnlich abgelaufen. Ja. Erzähl es uns. Ja, also ich zahle seit 2013 auch nicht. Ich habe Widersprüche eingelegt, darauf kam nie eine Reaktion. Trotzdem wurde die Vollstreckung angefangen, eingeleitet. Und gegen mich liegt ein Haftbefehl vor, den habe ich auch gesehen. Der existiert tatsächlich, der besteht weiterhin. Das heißt, ich könnte theoretisch jeden Tag abgeholt werden, aber das wird nicht passieren, denke ich. Denn an dem Tag, wo ich mich an Sieglinde gewendet habe und mein Fall über Facebook und GZ-Boykott bekannt wurde, am gleichen Tag habe ich vom ARD bla bla bla, zwei lange Briefe bekommen, ganz lange Briefe, wo gesammelt alle Antworten auf all meine Widersprüche aus den vorherigen 3 Jahren enthalten waren. Daran erkennt man, obwohl auf meine Widersprüche, also der Rechtsweg wird nicht eingehalten, auf meine Widersprüche wurde nie reagiert, trotzdem wird die Vollstreckung eingeleitet. Naja, aber ich möchte über meinen Fall nicht so viel diskutieren. Ich möchte Ihnen ein kurzes Gedicht vorlesen. So viel Geduld muss man haben. Und zwar, alles klar, danke. Wenn unter Freunden Einigkeit nicht herrscht, läuft ihre Sache meist verkehrt. Am Ende stehen dann die Dinge schlecht. Einmal wollten Schwan und Krebs und Hecht mit einem Leiterwagen eine Fuhre machen und luden auf zusammen all ihre Sachen. Sie ziehen mit aller Kraft, die Last rührt sich kein Stück. Zwar würde sich der Wagen leicht bewegen lassen, doch zieht der Hecht hinab ins Wasser, der Schwan will zu den Wolken hin, es kriecht der Krebs zurück. Wer Recht hat oder nicht,
Wer will's von uns entscheiden? Bis heute muss die Last jedoch an selber Stelle bleiben. Ich möchte damit sagen, es gibt sehr viele von uns, die das Gleiche wollen, und zwar unsere Freiheiten, unsere Grundfreiheiten erhalten. Und dann gibt es kleine Unterschiede in der Argumentation, der eine macht das, der andere das. Am Ende wollen wir alle das Gleiche, und es bringt uns allen mehr, wenn wir unsere Kräfte bündeln. Das Problem ist, immer wenn Menschen zusammenarbeiten, sei es Arzt, Patient, sei es Geschäftsbedingungen, sei es im Klassenzimmer, Lehrer, Schüler, immer entsteht eine menschliche Beziehung. Und wenn menschliche Beziehung entsteht, dann kommen menschliche Schwächen, menschliche, ja, persönliche Ängste oder andere Eigenheiten ins Spiel. Und dann dient man nicht mehr der Sache, sondern ist auf dieser Ebene, du hast das gesagt, ich habe das gesagt, ich will das nicht, du willst das nicht. Wir müssen der Sache treu bleiben. Und wir müssen Mut haben in zweierlei Hinsicht. Erstens Mut, den Beitrag nicht zu zahlen. Erstens, das ist eigener Mut. Und dann Mut, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Danke. Ja, ihr seid vier Beispiele von zum Glück sehr vielen. Es gibt ja Zahlen, dass mittlerweile jeder zehnte Haushalt den Beitrag verweigert. Das sind immerhin 4 Millionen Haushalte in Deutschland. Das ist eine ganze Menge. Ja, genau, dafür auch nochmal einen Applaus. Was gibt's denn? Jahresbericht GEZ zum Beispiel, es gibt offizielle Zahlen darüber. Ist sogar von ARD und ZDF selbst veröffentlicht worden, ne? Genau, also offizielle Zahlen. Gibt es denn für euch irgendeinen Punkt, wo ihr sagen würdet, okay, wenn es so weit kommt, dann würde ich jetzt doch einknicken und bezahlen? Oder, wir haben ja hier zwei Beispiele, wo auch kleine Kinder dabei sind. Ihr beide habt auch eine Verantwortung euren Kindern gegenüber. Da waren natürlich einige Leute, die so ein bisschen kritisch euch gegenüber sind. Das ist unverantwortlich. Also gibt es da eine Grenze oder ist der Idealismus auf jeden Fall immer an erster Stelle? Also wenn du jetzt gerade die Kinder ansprichst, das hat Mandy ja vorhin auch schon gesagt, wir machen es ja jetzt endlich auch für unsere Kinder. Ja? Und das finde ich ganz wichtig, dass man sein Recht nutzt, gegen etwas vorzugehen, was einfach undemokratisch, ungesetzlich und einfach nicht okay ist. Ja? Und da nutzt es nichts, wenn man alle 4 Jahre nur einmal irgendwo ein Kreuzchen macht. Und das ist auch schon zu viel, aber es geht darum, dass man, wenn man mit irgendwas nicht zufrieden ist, so wie wir jetzt alle hier zusammenstehen, dass wir dagegen vorgehen. Ja? Und dann auch mit aller Konsequenz, jeder natürlich bis zu seinem gewissen Punkt. Und bei mir, mich haben sie versucht, mit allen möglichen einzuschüchtern. Ich glaube, da gibt es jetzt nichts mehr. Ja? Also. Ja, ich sehe das ähnlich. Aber in dem Moment, wo meine Kinder in Mitleidenschaft gezogen würden, dann wäre bei mir die persönliche Grenze erreicht. Aber bis dahin wird weiter gekämpft. Das ist ja offenbar Ländersache oder Sendersache in dem Fall. Wo kommt ihr alle her? Aus welchen Bundesländern? Bei euch weiß ich natürlich Thüringen, das weiß ich ja schon. Wie ist bei dir, Mandy? Welcher Sender ist bei dir? MDR Thüringen. Also auch MDR. Siglinde und ich, wir sind fast nach Köln. Okay, wie ist es bei dir? WDR Köln. WDR Köln, alles klar. Ja, weil wie gesagt, ich bin ja auch Verweigerer und mir haben sie das Geld irgendwann zwangsweise gepfändet. Bei mir kam nie einer an mit Knast oder irgend sowas. Mir haben sie gleich das Geld vom Konto abgezogen. Ich weiß nicht, ob das von Sender zu Sender unterschiedlich handhabt, ob der NDR es anders macht. Ist ganz einfach. Bei mir ist ja auch versucht worden zu pfänden. Es ging ein Pfändungsauftrag zur Bank. Durch mein B-Konto, weil ich halt in dem vorgegebenen Bereich bin, konnte man an das Geld nicht ran. Das ist die Ursache dafür. Und in dem Moment ist dann die Vorladung zur Vermögensauskunft sozusagen nochmal die letzte Geschichte, um abzusichern, da ist wirklich nichts zu holen. Also da wird wirklich alles durchgezogen, um ja kein Pfinselchen auszulassen, was man eventuell an Cents oder Euros kriegen könnte.
Ein weiteres Argument dafür, dass das Bargeld unbedingt erhalten bleiben muss, denn sonst hat man überhaupt keine Befugnisse mehr in der Richtung. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns eure Geschichten erzählt habt. Vier starke Frauen, wo sind die Kerle, Leute, Mensch? Hier, die Frauen machen euch vor, wie es geht, Mensch. Ja, gut. Da ist einer. Bist du auch Verweigerer? Ja, halb. Halb? Halb, halb reicht uns nicht. Ganz oder gar nicht, hast du da gerade gehört? Okay. Also, vielen Dank. So. Ja, ja. Wo ist denn die Nicole Jöns? Ist sie auch da? Das wäre nämlich jetzt unser nächster. Ist die schon da? Kann mal jemand ein Zeichen geben? Hallo? Offenbar nicht. Dann würde ich sagen, bitte ich einfach mal Herrn Professor Koblenzer auf die Bühne. Kommen Sie doch einfach. Sie habe ich ja gerade im Blick. Das ist Herr Professor Koblenzer. Und das ist einer, der auf einer anderen Ebene Widerstand leistet oder beziehungsweise auf der juristischen Ebene versucht, das Ganze zu ändern. Und es sind ja mittlerweile alle möglichen Instanzen durch. Eine Instanz, die ist noch nicht bisher erreicht worden, also in dem Sinne, dass noch Urteile gesprochen wurden, nämlich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und da gibt es ja Hoffnung, dass die möglicherweise da doch zu einem Urteil kommen, das vielleicht dem Ganzen einen Riegel vorschiebt. Und Sie sind derjenige, der da ein umfangreiches Gutachten erstellt hat und jetzt auch in Karlsruhe Klage eingereicht hat. Was sind denn so die, sagen wir mal so, die zwei, drei wesentlichen Punkte, um es mich nicht zu kompliziert zu machen, die in diesem Antrag drinstehen? Auf welcher Ebene wollen Sie sozusagen diesem Rundfunkbeitrag beikommen? Ja. Hallo? Hallo? Einmal das Mikro an, bitte. Das sind Sie meins. Ja, okay. So. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich war ja auch schon in Karlsruhe da. Ja, wie der Holger da schon gesagt hat, ich begleite das eigentlich vor einem ganz anderen Hintergrund. Ich beschäftige mich wissenschaftlich an der Universität Siegen über alle Fragen, die das Steuerrecht und die Finanzierung des öffentlichen Gemeinwohls angehen. Und deswegen war für mich, sag mal, das ganze Thema der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein sehr spannendes Thema, initiiert durch ein Ursprungsgutachten von Professor Paul Kirchhoff, ehemaliger Verfassungsrechtler und ein von mir sehr geschätzter Steuerwissenschaftler, der den Auftrag hatte, die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eben auf neue Beine zu stellen. Hintergrund war eigentlich die Frage, inwieweit kann man das empfundene Vollzugsdefizit nach der alten Regelung über die Gebühr lösen, also Stichwort Schwarzseher. An sich vom Grundsatz her ein richtiger Ansatz, darüber nachzudenken, wenn man schon eine Finanzierung des öffentlichen Rundfunks machen möchte, dann muss es wenigstens gerecht zugehen. Und auf der Basis dieses Gutachtens. Achso, auf der Basis dieses Gutachtens hat es im Grunde genommen einen Paradigmenwechsel gegeben, rechtlich gesehen anknüpfend an den Begriffen Gebühr und Beitrag. Und das ist auch der wesentliche Knackpunkt, mit dem man sich rechtlich auseinandersetzen muss. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, das ist einer der komplexesten und wirklich schwierigsten Fragen des Finanzverfassungsrechts. Es hört sich relativ trivial an, ist es aber nicht. Dieses Thema ist wissenschaftlich noch nicht sehr tiefgehend beleuchtet worden und deswegen ist natürlich die ausstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch unter Wissenschaftlern von sehr, sehr hohem Interesse. Und bevor ich auf diese Punkte eingehe, ich versuche das ein wenig auch aufzuteilen, weil wir ja nachher noch den Kollegen Bölk haben, damit Sie nicht alles doppelt und dreifach hören,
Das Thema ist deswegen interessant, weil es natürlich auch um die Frage geht, ob man Einhalt gebieten muss, dass neben den Steuern, die jeder nun entrichten muss, das öffentliche Gemeinwohl versucht, weitere Finanzierungsquellen aufzutun, die mehr oder weniger diffus sind und die rechtlich kaum zu packen sind. Und der Protest, der hier auch von der Straße auskommt, bedingt eigentlich das ungute Gefühl, dass es hier nicht gerecht zugeht. Und dieses Gefühl, was Sie alle und was ich auch habe, das muss man eben versuchen, in rechtliche Bahnen zu lenken. Und ich als Jurist akzeptiere natürlich den Rechtsstaat und versuche und glaube auch daran, dass man die Möglichkeiten hat, über die Rechtsmittel, die man einlegt, tatsächlich dann auch mit seinen juristischen Argumenten Gehör zu finden. Ich weiß, dass das insbesondere in den unteren Instanzen bei den Verwaltungsgerichten häufig anders empfunden wird. Das wurde ja auch eben erwähnt. Das hat natürlich auch ein klein wenig damit zu tun, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit auch bemüht ist um eine einheitliche Rechtsprechung. Nicht? Stellen Sie sich vor, das eine Verwaltungsgericht entscheidet so, das andere Verwaltungsgericht entscheidet so. Dann bekommen wir hier innerhalb von Deutschland ein ganz, ganz schwieriges Bild. Wäre auch verbunden mit möglicherweise der Fragestellung, ob nicht insgesamt der Rundfunkbeitrag erstmal ausgesetzt werden müsste. Und davor haben natürlich Gerichte furchtbar Angst gehabt, dass bis zu einer endgültigen Klärung vielleicht die gesamte Finanzierung erstmal auf Eis gelegt wird. Deswegen, ich will das nicht rechtfertigen, aber ich will versuchen, Ihnen auch ein wenig die Sichtweise der Gerichte auch dort näher zu bringen, unabhängig davon, dass man natürlich angesichts der sehr, sehr schwierigen Rechtsfragen vielleicht auch so einer Meinung sein kann oder auch die andere Meinung verfolgen kann. Das ist eigentlich im Grunde genommen der Hintergrund. Und vielleicht, bevor ich auf einige Punkte eingehe, Holger, die du von mir gerne wissen möchtest oder Sie alle wissen möchten, wie ist eigentlich im Augenblick der aktuelle Stand? Es wurde schon erwähnt und ich habe es hier vorne auch gelesen, an diesem Wagen angeschlagen. Wir haben etwa so zwischen 50 und 60 Verfassungsbeschwerden, die zurzeit anhängig sind. Ich habe über meine Mitarbeiter am 27. April nochmal beim Bundesverfassungsgericht anrufen lassen, um die genaue Zahl zu bekommen. Die konnten mir das allerdings auch nicht genau sagen. Also da ich vermute, dass jetzt auch immer mehr noch Verfassungsbeschwerden eingehen. Das Bundesverfassungsgericht hat am 21. Februar schon eine Presseerklärung abgegeben und mitgeteilt, dass es 4 Leitverfahren geben wird, die konkret verhandelt werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass die anderen Verfassungsbeschwerden unter den Tisch fallen, aber im Kern werden diese 4 Verfahren herausgegriffen und in einer mündlichen Verhandlung erörtert. Diese mündliche Verhandlung, und das ist vielleicht auch das positive Signal für alle die, die das noch nicht wissen, soll voraussichtlich im Spätsommer diesen Jahres erfolgen. Also wir können davon ausgehen, dass wir doch relativ zeitnah dann jetzt, was heißt zeitnah, immerhin sind ja jetzt auch schon 4 Jahre vergangen, zeitnah eine Entscheidung des obersten Gerichts bekommen. Und ich hoffe natürlich für alle, und die hier sind und auch insgesamt, dass wir hier eine Entscheidung bekommen, die auch richtungsweisend ist, auch für andere Bereiche, nämlich dass hier Einhalt geboten wird, neben den normalen Steuern eben zu versuchen, auf anderem Wege die Bürger zur Finanzierung sämtlicher Aufgaben über diffuse Gebührenbeiträge heranzuziehen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Rechtlich, damit wir hier keine Steuerrechtsvorlesung halten, das ist nämlich sehr kompliziert, eben wurde erwähnt, man könnte ja auch vielleicht mal eine Diplomarbeit schreiben. Ich kann Ihnen versichern, Sie können eine gestandene Dissertation dazu abfassen lassen, weil das Thema wirklich sehr, sehr kompliziert ist. Und deswegen kann ich natürlich nicht auf alle relevanten verfassungsrechtlichen Fragen hier eingehen. Die Verfassungsbeschwerden, die wir einreichen, haben einen Umfang von knapp 100 Seiten. Damit können Sie sich dann ungefähr vorstellen, um was es hier geht. Ja, und wir haben an der Kernverfassungsbeschwerde ein halbes Jahr mit einem Team von 4 Mann gesessen. Also so trivial, wie das vielleicht auch einige Verwaltungsgerichte gesehen haben, ist das beileibe nicht. Das ist hochkompliziert. Und warum ist das so kompliziert? Wir bewegen uns im Bereich der
Finanzverfassung, die im Grundgesetz geregelt ist. Und immer dann, wenn es um die Belastung von Bürgern mit Gebühren, Beiträgen oder Steuern geht, hat schon der Verfassungsgesetzgeber verstanden, dass wir hier sehr, sehr gründlich und dezidierte Abgrenzungen vorsehen müssen, damit der Bürger auch in irgendeiner Weise geschützt wird. Denn sonst bewegen wir uns im Bereich der Willkür. Und das ist genau das, was ein Rechtsstaat gerade nicht zulassen darf. Und unsere verfassungsgebenden Kräfte wollten das auch vermeiden. Deswegen sieht im Grundgesetz die Finanzverfassung einen Katalog vor, der exakt regelt, wer für welche Finanzierungsthemen zuständig ist. Es gibt Bereiche, wo der Bund zuständig ist und es gibt Bereiche, wo das Land zuständig ist. Und deswegen, wenn ein Jurist an so eine Frage rangeht, dann stellt er sich zunächst die Frage, darf überhaupt der Land, denn wir reden hier über eine Regelung, die die Länder getroffen haben, über einen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, darf überhaupt ein Land oder dürfen überhaupt die Bundesländer dieses Thema regeln? Und diese Frage ist in Artikel 70 Absatz 1 des Grundgesetzes klar beantwortet. Ja, die Bundesländer dürfen über das Thema Rundfunk regeln und entscheiden und damit verbunden als Annex auch die Frage der Finanzierung. Allerdings, und jetzt kommt das große Allerdings, sie dürfen das nur in Form von nichtsteuerlichen Abgaben tun. Und nichtsteuerliche Abgaben sind Gebühren und Beiträge und eben nicht Steuern. Und damit Sie das verstehen, darf ich vielleicht für all diejenigen, die noch nicht so tief in der Materie drin sind, einmal den Unterschied Ihnen erklären. Steuern, das können Sie in § 3 der Abgabenordnung in ungefährer Weise so lesen, Steuern kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie gegenstandslos erhoben werden. Also ohne eine Gegenleistung der öffentlich-rechtlichen Hand. Gebühren und Abgaben haben genau diese Äquivalenz einer Gegenleistung zum Gegenstand. Also eine Gebühr und ein Beitrag darf genommen werden für eine öffentlich-rechtliche Leistung. Und der Unterschied zwischen einer Gebühr, die es früher gab, nämlich die GEZ, das war eine Gebühr, und einem Beitrag, dem heutigen Rundfunkbeitrag, liegt darin, dass eine Gebühr für eine konkret in Anspruch genommene Leistung erhoben werden darf. Ein Beitrag darf dagegen für die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer solchen Leistung erhoben werden. Und jetzt sehen Sie genau den Unterschied und dass diesen Paradigmenwechsel, der hier vollzogen wurde, der sich nämlich manifestiert, auch in den konkreten Tatbeständen. Denn früher war eben die Gebühr geräteabhängig. Und deswegen war auch eine unmittelbare Verknüpfung mit einer konkreten öffentlich-rechtlichen Leistung für jedermann ersichtlich und nachvollziehbar. Wer ein Gerät hat, der konnte jedenfalls konkret eine solche Leistung, nämlich die Rundfunkleistung, in Anspruch nehmen. Und aus diesem Wechsel weg von dieser Geräteabhängigkeit, nämlich jetzt hin allein zu dem Tatbestand des Innehabens einer Wohnung, daraus resultiert ja auch dieses Unrechtsempfinden, was Sie alle hier haben, weil jetzt für keinen mehr nachvollziehbar ist, warum alleine das Innehaben einer Wohnung ausreichen soll, hier einen Gebühren- oder beziehungsweise einen Beitragstatbestand zu begründen. Und das ist genau dieser Schwenk, der stattgefunden hat. Und die Frage ist schlicht und ergreifend, darf man das? Und ich habe eben Ihnen gesagt, dass die Finanzverfassung im Grundgesetz eben sehr strikt, sauber versucht zu trennen. Und deswegen ist anders als in anderen Rechtsmaterien sind die Anforderungen, die Zulässigkeitsvoraussetzungen eben sehr viel strenger, als wenn wir über andere Rechtsfragen reden. Und diese Voraussetzungen, die unterscheiden sich in zwei Bereiche. Der eine Bereich ist eine rein formale Voraussetzung. Und das ist auch der Schwerpunkt unserer Verfassungsbeschwerden. Wir teilen uns, also ich sehe gerade den Kollegen Bölk, der ja gleich auch hier auf die Bühne kommt, wir unterscheiden uns ein wenig in den Schwerpunktbildungen unserer Argumentation, was auch gut ist, damit wir wirklich beim Bundesverfassungsgericht wirklich die gesamte Breite der Argumente vortragen. Also es gibt einen formellen Bereich, der einzuhalten ist, zwingend einzuhalten ist, und daneben gibt es einen materiellen Bereich. Dieser materielle Bereich, das ist eigentlich das, was Sie überall lesen und womit auch die meisten argumentieren, die eben sagen, naja, also wenn da nur eine Wohnung als Anknüpfungspunkt genommen wird, eine Wohnung hat ja nun jeder, ja,
abgesehen von Obdachlosen. Ja, und wenn jeder eine Wohnung hat, dann muss auch jeder eben bezahlen. Und wodurch unterscheidet sich denn jetzt eigentlich die normale Steuer eben von einem Beitrag, der anknüpft an ein Tatbestandsmerkmal, was eben jeder erfüllt, nicht? Und das ist genau der Punkt. Und Sie erkennen sehr schnell, dass hier die Grenze zwischen einer Steuer und der hier vermeintlich zulässigen Beitrag eben sehr, sehr fließend ist. Und deswegen ist sehr erforderlich, ist genau zu prüfen, ob hier die Länder in zulässiger Weise eben diesen Rundfunkbeitrag erheben können. Und ich will Ihnen einfach mal sagen, den formellen Bereich. Ich sage Ihnen deswegen, lege ich da so besonders viel Wert drauf, weil auch das Bundesverwaltungsgericht in seinen Entscheidungen am 18. März 2016 diesen Bereich komplett ausgeklammert hat. Das darf man vielleicht einfach so sagen. Und das muss ich Ihnen jetzt hier an der Stelle als Steuerwissenschaftler sagen. Das ist auch ein wenig erschreckend. Ne? Denn man sollte ja doch meinen, dass das oberste Bundesgericht außerhalb des Bundesverfassungsgerichts, was eine Sonderfunktion in unserem Rechtssystem wahrnimmt und nicht im Grunde genommen eine Supervisionsinstanz darstellt, dass jedenfalls das oberste Gericht für Verwaltungsfragen eben diese aus meiner Sicht evidente Prüfung der formalen Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung formuliert hat, nämlich für die Frage, unter welchen formellen Kriterien ist zunächst einmal die Frage zu stellen, wie grenzt sich eine Steuer von einer Gebühr und von einem Beitrag ab? Warum dieses Bundesverwaltungsgericht diese Frage aus meiner Sicht überhaupt nicht beantwortet hat, steht in den Sternen, und da hege ich auch wirklich im Interesse aller sehr große Hoffnung, dass wir mit diesem Thema auch mit Blick auf die bereits vorhandene Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hier zum Zuge kommen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat sich schon einmal sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, welche formellen Kriterien erfüllt sein müssen, damit man eine Steuer abgrenzen kann zwischen einer Gebühr und einem Beitrag. Und diese Entscheidung ist vom 19. März 2003. Und ich möchte Ihnen diesen Kernsatz dieser Entscheidung einfach einmal vorlesen und hoffe, dass Sie dann mit mir gemeinsam auch nachvollziehen können, wo hier eigentlich das große Problem steckt. Da heißt es nämlich, nur dann, wenn die Abgabe dem Grunde und der Höhe nach vom Gesetzgeber mit einer besonderen öffentlich-rechtlichen Leistung beziehungsweise mit dem Anfall bestimmter Kosten für die Erledigung einer besonderen öffentlichen Aufgabe tatbestandlich verknüpft ist, handelt es sich nicht um eine Steuer, die voraussetzungslos geschuldet wird, sondern um eine nichtsteuerliche Abgabe. Umgekehrt bedeutet das nichts anderes, als dass eine Abgabe nur dann als nichtsteuerliche Abgabe qualifiziert werden kann, wenn das Abgabengesetz eine bestimmte staatliche Leistung normiert, für welche die Abgabe erhoben wird. So, und jetzt muss man sich einfach mal das Gesetz angucken, den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, und Sie können das alle gerne mal machen, denn das können Sie ja im Internet einfach abrufen, und dann lesen Sie sich mal das relativ kurze Gesetz durch, und wer dort findet eine Regelung, wofür eigentlich der Beitrag genommen wird, der bekommt von mir einen Sonderpreis. Da steht nämlich nirgendwo drin. Ja? Also ich sage das mal ein bisschen lapidar. Das ist einfach schlampig gearbeitet worden. Nicht? Man hätte in das Gesetz reinschreiben müssen, wofür überhaupt dieser Beitrag genommen wird. Ein Satz hätte genügt, aber der fehlt nun eben. Ja? Und das Bundesverfassungsgericht hat an anderer Stelle deutlich gemacht, dass dieses formelle Defizit nicht dadurch geheilt werden kann, dass man sich etwas zusammenreimt, etwas auslegt, etwas sich aus anderen Unterlagen zusammenspinnt und sagt, ja, aber es war ja doch eigentlich völlig klar, wofür das gedacht ist. Das reicht eben nicht aus. Es muss explizit in dem Gesetz drinstehen. Und es tut's nicht. Und wenn man das Bundesverfassungsgericht mit Blick auf die Rechtsprechung, die zu dieser Thematik ergangen ist, ja, wenn man das Bundesverfassungsgericht beim Wort nimmt, ist die Prüfung an dieser Stelle beendet. Ja, das Gesetz ist allein
wegen dieser formellen Verfassungswidrigkeit schon insgesamt verfassungswidrig. Dann sind Sie am Ende. Ja? Und das ist der Hauptpunkt. Das ist der Hauptpunkt, mit dem wir uns vorrangig beschäftigen. Es geht dann im Detail nochmal um die Frage, gibt es Sonderausnahmen zu dieser an sich bestehenden formellen Anforderung, die ich Ihnen gerade dargelegt habe. Um das nicht zu tiefgehend zu machen, darf ich Ihnen sagen, diese Sonderausnahmen, die man sich denken kann, liegen hier ersichtlich nicht vor. So, und deswegen mache ich in der Regel an der Stelle schon meistens einen Punkt. Aber jetzt kommen wieder die Juristen, vielleicht haben sie das auch schon mal in anderen Urteilen oder so gelesen, ja? Die fangen dann an mit einer Hilfsweisenprüfung. Ja? Ungeachtet dessen, dass, ja? So würde es dann ungefähr in einem Urteil lauten, wäre aber auch diese Regelung unter materiellen Gesichtspunkten verfassungswidrig. Jetzt kommen wir in die zweite Ebene, ja? Wo es dann um die Frage geht, welche materiell-rechtlichen Voraussetzungen müssen denn eigentlich erfüllt sein, damit ein Beitrag den finanzverfassungsrechtlichen Vorgaben genügt? Und hier geht der nächste Punkt. Und der ist genau das, was Sie eigentlich letztlich bewegt und was Sie intuitiv als nicht richtig empfinden. Nämlich die Frage, ob die kausale, äquivalente Gegenleistung, die öffentlich-rechtliche Rundfunk vergütet wissen will, ob es hier in einem Gesetz tatbestandlich eine Verknüpfung gibt, die sozusagen zwingend diese Leistung rückschließen lässt auf den belasteten Bürger. Bei einem Gerät ist das relativ einfach. Wenn ich einen Fernseher anhabe und mache den an, dann gibt es eine solche Verknüpfung. Es gibt eben diese öffentlich-rechtliche Rundfunkleistung, die dann über Strahlen oder wie auch immer, ich bin kein Techniker, in das Fernsehen kommt und dann zu mir als Verbraucher, als Bürger, der dann diese Leistung auch in Anspruch nimmt. Jetzt kann man natürlich, wie ich Ihnen erwähnt habe, in Abgrenzung zwischen Gebühr und Beitrag, natürlich im Rahmen des Beitrags auch die tatsächliche Möglichkeit in Anspruch nehmen, was ja etwas weniger ist wie bei einer Gebühr, wo ich eine konkrete Leistung in Anspruch nehmen muss, damit eben ein solcher Vergütungstatbestand gerechtfertigt ist. Und bei solchen Möglichkeiten, die ausreichend sollen für einen Beitrag, muss gleichwohl eine solche Verknüpfung erkennbar sein und die muss sich letztlich aus der Sache selbst ergeben. Und da ist die Frage, ist eine Wohnung ein solcher Tatbestand? Und ich bin ein sehr kreativer Jurist, aber ehrlich gesagt, mir fallen wirklich keine Argumente ein, warum aus der Sache heraus, also eine Wohnung, ja, diese äquivalente, kausale Verknüpfung mit den rumschwirrenden Strahlen eigentlich darstellbar sein soll. Das ist der zweite wesentliche Punkt. Mit diesen Fragestellungen, das merken Sie schon, ja, mit dieser Fragestellung beschäftigen sich die Verwaltungsgerichte und auch das Bundesverwaltungsgericht im Kern. Und Sie können natürlich leicht nachvollziehen, dass man hier auch mit juristischen Argumenten das so oder so sehen kann. Und es ist auch zulässig, anders als bei diesen formellen Kriterien, die ich Ihnen erwähnt habe, dass man auch hier im Wege einer Auslegung versuchen kann, eben diese Dinge zu begründen. Diese Auslegungsthematik, das Herleiten einer juristischen Argumentation, darüber lässt sich auch trefflich streiten und mit den Juristen, die zusammen mit mir beim Bundesverfassungsgericht diese Anliegen für Sie versuchen erfolgreich zu vertreten, haben dort eine übereinstimmende Auffassung, dass das jedenfalls bei dem Tatbestandsmerkmal Wohnung, ich beschäftige mich jetzt wirklich hier nur für den privaten Haushalt, beim betrieblichen Bereich ist das noch eklatanter, die Problematik. Da glaube ich auf jeden Fall, dass man hier zur Verfassungswidrigkeit zwingen kommen muss. Ja, aber auch hier bei dieser Thematik Wohnung muss man gespannt sein. Ich sage Ihnen aber, ich bin sehr froh, dass der Gesetzgeber eben schon diese formellen Kriterien versäumt hat, denn ohne dieses Argument, glaube ich, wäre sehr, sehr schwer mit dem Anliegen durchzuführen.
einzudringen beim Bundesverfassungsgericht. Vielleicht zum Schluss, ich bin sehr optimistisch, dass wir hier zu einem Erfolg kommen können. Und vielleicht lassen Sie mich eins sagen, wie gesagt, ich vertrete das unter wissenschaftlichen Interessen, aber auch, weil ich als Rechtsanwalt eben auch eine Berufung empfinde. Ich mache das nicht nur, um Geld zu verdienen, deswegen vertrete ich die Verfassungsbeschwerden alle ohne Vergütung, selbst wenn ich hier gegen das Standesrecht verstoße. Abschließend, und dann bin ich auch schon rum, eine kleine Feinheit, ja. Die Verfassungsbeschwerden werden beim ersten Senat verhandelt. Vorsitzender des ersten Senats ist Professor Dr. Ferdinand Kirchhoff. Das ist der Bruder von Paul Kirchhoff, der eben dieses Kernurteil, was mehr oder weniger 1:1 in Gesetzestext dann übergegangen ist, erstellt hat. Und Paul Kirchhoff hat das entgeltlich gemacht. Und das ist eine Neuigkeit in der Historie hier in Deutschland beim Bundesverfassungsgericht, nämlich die Fragestellung, die wir auch ernsthaft geprüft haben und mit der wir dann auch vor dem Bundesverfassungsgericht demnächst auch auftreten werden. Man muss hier ernsthaft die Frage stellen, ob nicht Professor Dr. Ferdinand Kirchhoff formal gesehen befangen ist an der Stelle. Es geht da nicht um persönliche Themen, sondern es geht einfach auch um die Anerkennung des Bundesverfassungsgerichts als wirklich neutrale Instanz und auch die Vermeidung, dass auch in jedweder Hinsicht nach außen hin auch nur der leiseste Eindruck entstehen könnte, dass vielleicht eine solche Entscheidung auch damit zusammenhängt, dass eben natürlich der Bruder eben dieses Kerngutachten gemacht hat, was dann letztlich in Gesetzestext gegossen wird. Deswegen werden wir zumindest diese Thematik auch vor dem Bundesverfassungsgericht vortragen. Wie gesagt, absolutes Neuland in der Historie der Bundesrepublik Deutschland. Kein Mensch weiß, wie das überhaupt zu handhaben ist. Sie wissen, wenn man über Befangenheitsanträge bei normalen Gerichten redet, gibt es natürlich immer Instanzen oder auch die Gerichte selbst, die irgendwie darüber entscheiden können. Über dem Bundesverfassungsgericht ist nur der Himmel. Deswegen ist es nicht ganz klar, wie man mit so einer Thematik umgeht. Und auch das, sage ich Ihnen, ist für mich als Wissenschaftler auch eine sehr interessante Fragestellung, die wir auch gerne erörtert wissen wollen. Ja, und damit möchte ich vielleicht, lieber Holger, einen Schlussstrich ziehen und freue mich auch, dass Herr Bölk die anderen Aspekte gleich noch erwähnt. Vielen Dank, dass Sie hier auftreten können, und drücken Sie uns die Daumen, dass wir das durchgezogen kriegen. Ich habe noch ein paar kleine Nachfragen. Zunächst mal gilt ja in Karlsruhe, dass ja am Ende, da stimmen ja glaube ich 7 oder 8 ab, und dann muss die Mehrheit muss ja entscheiden. Also richtig. Herr Kirchhoff entscheidet ja nicht alleine, ne? Insofern. Ja, aber das ist ja schon entscheidend, weil er eben eine Stimme hat, nicht? Ja, klar, und wenn es nachher pari ist, kommt es eben auf diese eine Stimme an. Ja, und es geht auch gar nicht darum, ob er selbst befangen ist, also rein subjektiv würde ich niemals Herrn Ferdinand Kirchhoff unterstellen, dass er nicht neutral sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach hier um ein sehr öffentlich wirksames oder öffentlichkeitswirksames Thema, was eben breite Bevölkerungsschichten auch bewegt. Und es ist sehr, sehr wichtig, auch für die Akzeptanz des Bundesverfassungsgerichts, nicht auch für die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass auch nicht der leiseste Eindruck entsteht, dass hier vielleicht solche Fragen eine Rolle spielen können. Deswegen müsste es eigentlich auch im Interesse des Bundesverfassungsgerichts sein, dass eben so etwas erst gar nicht aufkommt. Sie haben gesagt, mit dieser Geräteabhängigkeit, das heißt, wenn ich so ein Gerät gar nicht habe, dann kann ich das auch nicht empfangen. Aber ich meine, selbst für den Fall, wenn ich ein Gerät habe, ist ja auch nicht gesagt, dass ich damit automatisch öffentlich-rechtliches Fernsehen gucke. Ich kann ja genauso gut nur Netflix gucken oder nur RTL gucken oder was weiß ich. Also das geht mir eigentlich teilweise immer noch, wo ich mir so denke, das geht eigentlich gar nicht weit genug, weil selbst wenn ich ein Gerät habe, ist es ja nicht automatisch, dass ich ARD und ZDF konsumiere. Oder ist das so schwierig und kompliziert, dass man auf der Ebene auf keinen Fall weiterkäme? Im Kern wird man mit der Argumentation nicht zum Erfolg kommen. Das hat einfach damit zu tun, dass Sie insbesondere in Fragen der Finanzierung des Gemeinwohls
immer das Problem haben, dass sie Einzelfallgerechtigkeit nicht schaffen können. Das ist insbesondere beim Steuerrecht für alle naheliegend, ja, dass im Grunde genommen sie mit gewissen Pauschalen arbeiten müssen und mit Typisierungen arbeiten müssen, weil sonst würde das ganze System nicht funktionieren. Sie können das natürlich auch schlecht im Einzelfall kontrollieren, weil es geht ja um subjektive Einschätzungen. Der eine möchte es sehen, der andere möchte es nicht sehen, und Sie können ja den Bürger nicht aufschneiden und gucken, was er denn nun will. Das wäre ja nicht überprüfbar. Deswegen, nein, nö, es gibt ja moderne Möglichkeiten, mir das einfach zu sperren, ja, in irgendwelchen Digitalboxen, dann kann ich es halt nicht mehr gucken. Das ist absolut richtig. Ja. Ein sehr guter Hinweis, und ich hatte auch in Karlsruhe auch schon darauf hingewiesen, dass natürlich die Regelungen über den Rundfunkbeitrag oder Rundfunkgebühr oder überhaupt des öffentlichen rechtlichen Rundfunks sich anpassen muss, auch an die geänderten technischen Welten. Nicht, wir wissen von Sky angefangen oder sonst wo, dass technisch es ohne weiteres möglich wäre, und man muss sich eben dann auch fragen bei einem solchen Thema, ja, ob man nicht verlangen muss, dass eben tatsächlich hier durch technische Möglichkeiten eben auch eine Differenzierung möglich sein kann. Es gibt ja verschiedene Modelle, wie man das umsetzen kann. Ich würde sehr dafür plädieren. Ich glaube auch nicht, dass im Wesentlichen dann am Ende des Tages nun der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk zusammenbricht. Das glaube ich nicht. Man kann eben, hier ist die Besonderheit, dass es eben ein Auftrag ist, den eben das Gemeinwohl auch trifft, und deswegen wäre vielleicht auch tatsächlich die Frage zu stellen, ob man nicht diesen Teil, der im öffentlich-rechtlichen Auftrag liegt, ob man nicht diesen kleinen Teil über eine Steuer mitfinanziert und alles andere, was wir machen, vielleicht über solche Modelle, die Sie angesprochen haben, die du angesprochen hast, über solche Kodierungen oder so. Das ist durchaus denkbar. Nun stellt sich ja noch die Frage, was ist denn nun, wenn das Urteil gesprochen wurde? In dem einen Fall, wenn es erfolgreich ist, in dem anderen Fall, wenn es nicht erfolgreich ist. Irgendwas muss danach ja kommen. Also im Fall des Erfolges stellt sich ja natürlich die Frage, was passiert dann? Müssen wir denn plötzlich ab dem nächsten Ersten alle keinen Rundfunkbeitrag mehr bezahlen? Oder was wird dann kommen? Und wenn es scheitert, gibt es dann überhaupt noch eine Möglichkeit, irgendwas zu machen? Oder ist dann sozusagen die Obergrenze erreicht und wir müssen alle feststellen, jetzt haben wir keine Chance mehr? Also, wenn wir scheitern und wir uns in einem Rechtsstaat eben auch, das ist auch wichtig, ne? In einem Rechtsstaat wird eben nicht Gerechtigkeit gesprochen, sondern Recht. Und deswegen gibt es tatsächlich auch Fehlurteile. Das ist ein großes Problem, ja? Aber in einem positivistischen Rechtsstaat ist das eben sozusagen die Krux, die wir hinnehmen müssen. Ja? Und ich jedenfalls würde mich natürlich einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch im negativen Bereich beugen, auch wenn ich es vielleicht selbst nicht mag und auch nicht für richtig halte. Das ist eben ein wesentliches Kernelement eines Rechtsstaates. Sollten wir gewinnen, ja, dann ist es natürlich zunächst einmal so, dass das unmittelbare Auswirkungen hat für all diejenigen, die sich gegen einen solchen Beitrag oder gewehrt haben. Es ist aber schlechterdings nicht vorstellbar, dass, wenn das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit festgestellt hat, dass es dann so weitergeht. Natürlich würden alle, die sich vielleicht bislang nicht gewehrt haben, auf jeden Fall dann dagegen wehren. Und da wir ja hier im öffentlich-rechtlichen Bereich sind, müsste dann natürlich schleunigst versucht werden, diese Thematik zu reparieren. Und ich sage Ihnen, wenn das Bundesverfassungsgericht hergehen würde und würde mit unserer Argumentation wegen der formellen Seite die Verfassungswidrigkeit feststellen, dann wäre es ja relativ schnell auch zu beheben. Deswegen, mir geht es auch mehr darum, ob möglicherweise, das kann ich natürlich nicht versprechen, das Bundesverfassungsgericht insgesamt das Thema Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch einmal beleuchtet, auch im Lichte der geänderten Wirklichkeit, die wir haben, und auch vor dem Hintergrund des Auftrags, der irgendwo mal in der Gründungszeit der Bundesrepublik Deutschland formuliert wurde, wo natürlich irgendwo andere Verhältnisse bestanden als das, was wir heute haben, wo private Sender gibt, wo wir Internet haben, wo wir Handys haben, Smartphones und so weiter, ob nicht hier vielleicht
Sicht ein moderner Blick erfolgen muss und vielleicht auch das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung zum Anlass nimmt, eben hier grundsätzlicher Art zu formulieren, wie vielleicht der öffentlich-rechtliche Bereich Rundfunk neu aufzustellen wäre. Das wäre vielleicht der Wunsch, damit wir insgesamt eine Akzeptanz haben, denn in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland reicht es ja nicht aus, wenn man gegen den breiten Willen der Bevölkerung etwas durchpowert, ja, sondern man muss dann natürlich schon auch irgendwo versuchen, auch als Politiker, das wäre jedenfalls meine Erwartungshaltung, eben den Druck, der auch von und den Protest dann auch, wenn das Bundesverfassungsgericht auch in dem Sinne entscheiden würde, aufzugreifen und dann tatsächlich von der gesetzgeberischen Ebene sich ernsthaft Gedanken machen, wie können wir das alles neu reformieren. Das wäre jedenfalls mein Wunsch, denn es gibt ja losgelöst von den rechtlichen Fragen, inhaltliche Themen und, die eben wurde die Finanzierungsthematik, die Intransparenz, ja, was da passiert mit Intendanten, was sie verdienen und dann werden die auf einmal freigestellt und dann werden die in Urlaub geschickt mit sechsstelligen Gehältern und so weiter. Dass das möglicherweise einfach mal auf den Prüfstand gehört, auch was die Kontrollgremien angeht, ob das alles so richtig sein kann, das wäre der Traum, wenn das am Ende des Tages rauskäme. Ja. Aber teilweise ist ja der Traum schon erfüllt. Man nehmen wir noch die Mobilität 2. Da ist ja die Privaten, muss man jetzt extra bezahlen und die öffentlich nicht. Warum hat man das nicht so gemacht, dass man sich hätte aussuchen können? Ich will privat bezahlen oder ich will nur öffentlich bezahlen. Warum hat man nicht so einen Receiver gemacht, dass man dementsprechend das eine hätte sperren können und das andere dementsprechend? Ja, das ist ja eben gerade von der Punkt, ja. Da wäre ja die Erfüllung erfüllt. Ja, das ist natürlich, dieser Gesichtspunkt ist ja von Holger auch vorgetragen worden, aber es gibt natürlich gute Argumente auch dafür, dass ein bestimmter Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, der Information und auch der unabhängigen Reportage und Recherche finanzierungsunabhängig sein sollte. Das ist natürlich schon auch ein Gesichtspunkt, aber ich glaube, man kann eine Mischgestaltung wählen. Das kann man sicherlich machen. Viel wichtiger ist, dass man ein Modell findet, ja, was in der breiten Bevölkerung auf Akzeptanz stößt. Und ich glaube, das Anknüpfen eben tatsächlich einer Zahllast an dem bloßen Tatbestand einer Wohnung, das ist eben der Kernpunkt, warum es eben auch an dieser Akzeptanz fehlt. Und wenn wir hier über eine Finanzierung eines öffentlichen Gemeinwohls reden, in diesem Bereich jedenfalls, ja, dann ist man sehr darauf angewiesen, dass jedenfalls die breite Mehrheit der Bevölkerung eben ein solches System akzeptiert und anerkennt. Und das ist, glaube ich, die Hauptkrux und das muss eigentlich auch im Interesse der Politiker sein. Bei Privaten ist natürlich so, wenn einer Geld gibt, ja, dann bestellt er in der Regel die Musik und deswegen ist die Gefahr eben sehr, sehr groß, dass die Unabhängigkeit in bestimmten Bereichen verloren geht und deswegen macht es schon auch Sinn, für bestimmte Bereiche eine finanzielle Unabhängigkeit auch in der Refinanzierungsthematik zu ermöglichen. Das halte ich jedenfalls persönlich im Kern für zutreffend. Nur eben in dieser Form, wie es jetzt geschieht, ist es nicht akzeptabel und muss dringend anders aufgestellt werden. Vielen herzlichen Dank erstmal. Wir haben nachher noch eine Fragerunde hier, da kommen Sie nochmal auf die Bühne. Ist die Nicole Jöns mittlerweile da? Ist sie da? Sie ist nicht da. Ja, also wir haben jetzt noch den Herrn Bölk, dass der auch auf jeden Fall noch kurz ein paar Sätze sagt und dann können wir direkt in die Fragerunde einsteigen. Wie viel ist es nicht mehr, ja? Ja, ja. Herr Bölk, kommen Sie noch mal zu uns. Das ist Rechtsanwalt Thorsten Bölk, meine Damen und Herren. Kommt genau wie ich aus Hamburg. Herzlich willkommen. Ja, wir haben schon viel jetzt zum Thema Karlsruhe und Verfassungsgericht gehört. Was haben Sie dazu noch zu ergänzen? Ja, ich möchte anknüpfen an das, was eben schon erzählt wurde, einmal zu den rechtlichen Sachen.
Es geht ja darum, ein Gesetz zu bekämpfen. Das kann man auf zweierlei Weise machen. Einmal auf dem Rechtswege vor Gericht und einmal auf politischem Wege. Anfangen möchte ich einmal mit dem Rechtlichen. Herr Koblenzer hatte ja auch schon berichtet, dass es Voraussetzungen gibt für einen Beitrag. Das Ganze nennt sich ja Rundfunkbeitrag. Ich möchte drei Punkte mal herausstellen, die dafür erforderlich sind. Einmal muss es eine spezifische Beziehung geben, und zwar zwischen zwei Betrachtungspunkten. Einmal dasjenige, was die öffentliche Hand macht, und einmal die Situation der Zahlungspflichtigen. Was macht die öffentliche Hand? Die öffentliche Hand macht die Veranstaltung von Rundfunk. Jetzt ist die Frage, was ist Rundfunk? Da gibt es eine Definition im Rundfunkstaatsvertrag. Das ist die Erzeugung von elektromagnetischen Schwingungen, die dazu dienen, Bewegtbildangebote und Tonangebote zu übertragen. Und wir haben an sich kein besseres Beispiel als wie hier, weil von dort vorne, von dem Funkturm, werden nämlich die elektromagnetischen Schwingungen abgestrahlt. Und da muss es jetzt eine spezifische Beziehung geben zu der Situation, wo die Zahlungspflichtigen sind. Die Zahlungspflichtigen sind in einer Wohnung. So, die einfache Frage ist jetzt die, gibt es eine spezifische Beziehung zwischen den elektromagnetischen Schwingungen, die natürlich überall sind, und einer Wohnung, wo nichts weiter passiert als die Schwingungen, dass sie dort reinkommen, wo sich aber eben kein Gerät befindet. Diese Frage ist einfach zu beantworten. Die spezifische Beziehung gibt es natürlich nicht, weil eine Wohnung kann keine Rundfunkschwingungen in etwas Hörbares und etwas Sehbares umwandeln. Dazu braucht man zwingend ein Gerät, das ist technisch und naturwissenschaftlich aus physikalischen Gründen gar nicht anders möglich. Das heißt, hier muss man für etwas bezahlen, was naturgesetzlich und physikalisch gar nicht möglich ist. Das heißt, es gibt keine spezifische Beziehung. Und ein Punkt fällt auch auf, keines der Gerichte, das bisher mit diesen ganzen Fragen befasst gewesen ist, kann erklären, worin die spezifische Beziehung besteht. Es gibt sie einfach nicht. Und wenn es sie nicht gibt, dann kann man sie halt auch nicht erklären. Und das ist eben ein ganz schwerwiegender Punkt. Es muss die spezifische Beziehung geben. Jetzt mal als Gegenprobe, wo gab es sie? Natürlich bei der Rundfunkgebühr. Denn wenn man ein Gerät hatte, hat man natürlich das Gerät angeschafft, um die elektromagnetischen Schwingungen einzufangen, umzuwandeln in etwas Hörbares und etwas Sehbares. Dann gab es sie. Aber hier geht es nicht mehr um ein Gerät. Der Vorteil, was dort von dem Funkturm kommt, ist halt eben ein Vorteil, den kann man zwingend nur mit einem Gerät nutzen und nicht ohne ein Gerät. Und weil es eben zwingend geräteabhängig ist, gibt es keine spezifische Beziehung zu einer Wohnung. Das heißt, dieser Anknüpfungspunkt ist völlig willkürlich gewählt, technisch und physikalisch überhaupt nicht machbar. Dann haben wir ein... Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, das ist die nicht beitragspflichtige Allgemeinheit. Ist eine Voraussetzung, was das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung so formuliert hat, wörtlich, es ging da um Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz. Wörtlich heißt es in der Entscheidung die nicht beitragspflichtige Allgemeinheit. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, gerade auch die Intention in der Politik, wird gesagt, alle sollen zahlungspflichtig sein, es würden alle eine Finanzierungsverantwortung für den Rundfunk tragen. Jede Person hätte eine Finanzierungsverantwortung. Und genau diese Wortwahl, die da getroffen wird, jede Person, das ist nichts anderes als die Allgemeinheit. Aber der Satz, die nicht beitragspflichtige Allgemeinheit, ist eigentlich so eindeutig, das ist gar nicht misszuverstehen. Das heißt, die Allgemeinheit ist niemals beitragspflichtig. Und wenn man die Allgemeinheit belangen will für irgendetwas, wenn man meint, sie hätte einen Vorteil, darf man das jedenfalls nicht über einen Beitrag machen. In Frage würde vielleicht kommen, dass man dann eine Steuer erhebt. Das ist aber bei dem Thema des Rundfunks aus anderen Gründen wiederum nicht möglich. Das heißt, man sieht auch, die Kriterien, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, werden von der Rechtsprechung ignoriert. Das Ganze spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das ist sehr fatal, wenn man sich vor Augen hält, was im Grundgesetz steht, in Artikel 20 Absatz 3, da heißt es, die rechtsprechende Gewalt ist an Gesetz und Recht gebunden. Die rechtsprechende Gewalt, das sind die Gerichte, die mit den Fällen bisher befasst gewesen sind und auch noch weiterhin zu tun haben. Das heißt, sie sind an Gesetz und Recht gebunden. Gesetz, das ist das Grundgesetz selber, da steht aber relativ wenig drin. Artikel 20 Absatz 3, das ist halt eben nur ein Satz, das heißt auch die Bindung an Recht.
Was ist Recht? Recht ist dasjenige, was das Bundesverfassungsgericht spricht, in vielen Entscheidungen festgelegt hat und wo es das Grundgesetz auslegt. Das Grundgesetz lebt von praktischen Fällen, von praktischen Entscheidungen, wo bestimmte Grundsätze aufgestellt werden. Und einer dieser Grundsätze ist eben die nicht beitragspflichtige Allgemeinheit. Das heißt, das ist einfach Recht. Und das, was Recht ist, wird von den Gerichten nicht beachtet. Das ist ganz fatal. Vor dem Hintergrund muss man das sehen. Was Recht ist, gilt nicht mehr. Und man muss sich fragen, in was für einem Staat leben wir, wenn das Recht nicht mehr gilt. Das heißt, beschreiben kann man die ganze Situation als eine Erosion des Rechts. Anders kann man das nicht charakterisieren. Und die Entwicklung ist dann natürlich fatal. Wenn das Recht erodiert, dann gelangt man zu einer Willkür. Dann sind wir nicht mehr in einem Rechtsstaat. Und dann gleiten wir ab in eine Herrschaftsform, die wir hoffentlich in Deutschland niemals kriegen werden, die wir leider in der Vergangenheit mal hatten. Was es aber zu verhindern gilt, dass so etwas eintritt. Das Recht muss immer Maßstab bleiben. Das Recht gibt gute Kriterien. Es gibt gute Argumente gegen den Rundfunkbeitrag. Man muss es halt eben auch nur anwenden wollen. Und das ist eben das Defizit, was bisher aufgetreten ist. Dann möchte ich noch auf einen ganz interessanten Punkt zu sprechen kommen. Der Gesetzgeber durch die Auswahl der Wohnung nimmt ja hier eine Unterstellung vor. Er unterstellt allen Wohnenden entweder, dass sie tatsächlich Rundfunk nutzen oder dass sie die Möglichkeit haben, das zu tun. Diese Unterstellung, was ist das Ganze jetzt rechtlich? Rechtlich nennt sich das Typisierung bzw. Pauschalierung. Man kann es auch mit anderen Worten umschreiben, damit es etwas verständlicher ist für diejenigen, die keine Juristen sind. Es ist eine Gleichmacherei. Was wird jetzt hier gleich gemacht? Diejenigen, die ein Rundfunkempfangsgerät haben, die ja früher schon zahlen mussten, und es werden eben auch gleich behandelt diejenigen, die kein Gerät haben, weil sie es nicht nutzen möchten, es ablehnen, aus welchen Gründen auch immer. Man muss ja kein Rundfunkempfangsgerät haben. Alle werden gleich behandelt, das heißt diejenigen mit Gerät und diejenigen ohne ein Gerät. Das Ganze nennt sich Typisierung. Typisierung ist im Grunde zulässig in gewissen Grenzen, aber auch dafür gibt es Voraussetzungen. Und der Gesetzgeber macht ja hier eine Annahme, er macht eine Unterstellung. Wenn er so etwas macht, muss er hinreichende Erkenntnisse dafür haben, dass das, was er hier macht, auch der Realität entspricht. So, wie kann er jetzt solche hinreichenden Erkenntnisse gewinnen? Eine Möglichkeit wäre, und das wäre sicherlich die beste, aber das wäre auch die Möglichkeit mit dem größten Aufwand, er guckt sich jede Wohnung an und überzeugt sich davon, dass in jeder Wohnung ein Rundfunkempfangsgerät vorhanden ist. Das ist ganz klar, das kann der Gesetzgeber aus praktischen Gründen nicht machen. Deswegen gibt es die Statistikbehörden mit den amtlichen Statistiken. Es werden zu vielen Lebenssituationen statistische Erhebungen durchgeführt, die Ausstattung von Haushalten, zum Beispiel wer hat ein Auto, wer hat ein Telefon, wer hat einen Computer, wer hat einen Fernseher, wer hat ein Mobiltelefon, und zu dieser Frage gibt es statistische Erhebungen. Und ein Punkt ist der: Wir haben hier ein Landesgesetz, wir haben 16 verschiedene Landesgesetze, und wer die bisherigen Gerichtsentscheidungen kennt, weiß, dass da immer die Rede ist vom Bundesamt für Statistik. Das geht natürlich nicht, denn die Verhältnisse in den Ländern sind unterschiedlich. Es gibt sicherlich im Bundesdurchschnitt eine Zahl von ungefähr 96% von Haushalten, die mit einem Gerät ausgestattet sind, aber es schwankt in den Ländern. Es gibt Länder, da ist der Ausstattungsgrad größer, und es gibt Länder, da ist der Ausstattungsgrad geringer. So, der Gesetzgeber hier in Berlin, aber auch in den anderen Ländern, hat sich die Landesstatistik gar nicht angeguckt. Und warum ist das wichtig? Gerade in Berlin ist es sehr augenfällig. Die Statistik hat für Berlin für das Jahr 2013 etwas ermittelt, und zwar das statistische Prozedere ist die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Da werden zu gewissen Fakten Dinge abgefragt, unter anderem das, was ich gerade schon erzählt hatte. Die letzte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ist aus dem Jahr 2013, hat aber insoweit noch Gültigkeit, als dass sie nur alle 5 Jahre neu erstellt wird. Das heißt, es müsste in 2018 eine neue erstellt werden, das ist aber
aber noch nicht so weit. Und das Statistische Amt für Berlin und Brandenburg hat Ausstattungszahlen ermittelt für Haushalte in Berlin. Wie groß ist die Ausstattung mit Fernsehgeräten? Das sind in Berlin 90,9%. Das heißt, 9,1% der Haushalte haben keinen Fernseher. Wenn man das jetzt mal in einer absoluten Zahl ausdrückt, muss man einmal sehen, wie viele Haushalte in Berlin gibt es insgesamt. Und da Berlin ja nun ein Stadtstaat mit sehr großer Bevölkerung ist, sind eben 9,1% der Haushalte auch eine entsprechend große Zahl. Ich habe diese Zahl mal ermittelt für eines der Gerichtsverfahren, die hier in Berlin stattfinden. Es sind auf jeden Fall über 200.000 Haushalte, die davon benachteiligt sind. Da muss man dann noch hinzuzählen, wir sprechen jetzt über Haushalten und in Haushalten leben ja häufig auch mehr als eine Person, zwei oder drei Personen. Das heißt, die davon betroffenen Menschen sind in der Anzahl natürlich noch größer als die Anzahl der Haushalte. So, das heißt, wir sprechen jetzt über mindestens 200.000 Haushalte, aber sicherlich eine Zahl, die noch deutlich darüber liegt, die von dieser Regelung benachteiligt werden. Und dann haben wir doch eine recht große Zahl, 200.000 werden benachteiligt. Und einmal hat der Gesetzgeber für Berlin sich natürlich die Berliner Statistik gar nicht angesehen. Und selbst wenn er das getan hätte, gibt es natürlich eine Grenze, bis zu der typisiert werden darf. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Diese Grenze wird ständig übergangen, diese Grenze wird ignoriert, diese Grenze wird gar nicht angeschaut. Es mag sein, dass die Gerichte, die darüber zu entscheiden haben, die Grenze nicht kennen, das hat aber keine Rolle zu spielen. Es gibt quantitative Typisierungskriterien, das heißt, eine Grenze, bis wann darf noch typisiert werden und ab wann darf nicht mehr typisiert werden, ab wann ist eine Typisierung verboten. Diese Grenze ist nun leider nicht ausgedrückt in einer Zahl oder in einem Prozentsatz, dass man das leicht vergleichen kann mit den hier in Berlin über 200.000 Benachteiligten. Diese Grenze ist einfach in Worten ausgedruckt. Es gibt dazu vier verschiedene Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die in der Wortwahl etwas unterschiedlich sind, aber im Kern sagen, wenn es eine kleine Anzahl ist, wenn es eine geringe Menge ist, wenn es nur wenige sind, die von der Typisierung benachteiligt werden, dann darf typisiert werden. Das heißt im Umkehrschluss, wenn es mehr als wenige sind, wenn es eine deutliche Zahl ist, dann darf eben nicht mehr typisiert werden. Und ich denke, wenn man sich vor Augen hält, diese mehr als 200.000 Haushalte in Berlin, da kann man nicht sagen, das sind wenige, das ist eine kleine Anzahl, das ist nur eine geringe Menge, das ist es definitiv nicht. Das heißt, wir haben hier in Berlin, und Berlin ist das Land eben mit der größten Anzahl von Gerätelosen, wo nicht typisiert werden darf, weil es einfach zu viele sind. Man kann keine konkrete Zahl sagen, bis wann darf noch typisiert werden. Man kann sicherlich sagen, wenn es einige Tausende sind, wäre eine Typisierung noch zulässig. Aber wenn es den 200.000er Bereich deutlich überschritten hat, darf nicht typisiert werden. Auch das wiederum sind rechtliche Kriterien, auch das ist Recht. Das muss man beachten, wenn man typisiert. Das muss einmal der Gesetzgeber beachten, der hat es natürlich nicht gemacht. Es müssen aber auch die Gerichte beachten, aber auch die haben es nicht getan. Und wenn man sich diese Kriterien vor Augen hält und man stellt sich die Frage, darf typisiert werden, dann ist die Antwort ganz klar nein. Und weil die Antwort lautet nein, muss man dazu noch sagen, Typisierung, wozu zählt das Ganze verfassungsrechtlich? Ich hatte ja schon gesagt, es geht um eine Gleichmacherei. Das heißt, wir sind im allgemeinen Gleichheitsrecht, Artikel 3 Grundgesetz. Das heißt, dagegen wird verstoßen. Wenn typisiert wird, obwohl nicht typisiert werden darf, verstößt der Gesetzgeber gegen Artikel 3. Das bedeutet, dass sein Gesetz verfassungswidrig ist. Und auch das ist eben einer der Gründe, weswegen die schon erhobenen Verfassungsbeschwerden und diejenigen, die noch eingereicht werden, mit Sicherheit zum Erfolg führen müssen. Genauso wie die Sache mit der fehlenden spezifischen Beziehung und mit der nicht beitragspflichtigen Allgemeinheit. Ja, ich habe jetzt soweit etwas erzählt zum Rechtlichen. Jetzt kam ja auch schon vorhin die Frage an Herrn Koblenzer, was passiert, wenn man beim Bundesverfassungsgericht keinen Erfolg haben sollte? Und man kann ein Gesetz auch auf politischem Wege bekämpfen. Dieses Gesetz ist ja beschlossen worden als Zustimmungsgesetz zum RBS-TV von den einzelnen Abgeordneten der jeweiligen Landtage. Und jedes Gesetz, das man beschlossen hat, kann man auf die gleiche Weise auch wieder abschaffen, indem man einfach beschließt, dieses Gesetz wird aufgehoben. Das ist politisch ohne weiteres möglich.
braucht natürlich wie bei jedem Gesetz eine entsprechende Mehrheit. Wenn das Parlament mehrheitlich so etwas beschließt, dann kippt dieses Gesetz. Es würde natürlich reichen, wenn in einer der 16 Länder dieses Gesetz zu Fall gebracht wird, weil dann würde das ganze System zusammenbrechen. Das wäre ein Automatismus, der dann eintritt. Aber dazu muss es eben erst mal kommen. Und da man nicht weiß, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet, ist natürlich der politische Weg schon vorgezeichnet, und zu diesem Weg ist ein Verein gegründet worden, der Verein Rundfunkbeitragsfreies Wohnen und Wirtschaften, der in Hamburg gegründet wurde und in Hamburg auch seinen Sitz hat, was aber nicht bedeutet, dass er sich alleine auf Hamburg beschränkt, denn die Regelung ist in allen 16 Ländern die gleiche. Und das satzungsgemäße Ziel des Vereins ist es, auf politischem Wege zu erreichen, dass das Zustimmungsgesetz zum RBS-TV aufgehoben wird. Das heißt, dieser Verein ist ein Verein mit einer politischen Zielsetzung. Er ist natürlich keine Partei, weil er eben nur dieses eine Ziel hat, dieses Gesetz muss aufgehoben werden. Die Hoffnung ruht natürlich erstmal auf dem Bundesverfassungsgericht, aber wie immer bei Gericht, man kann obsiegen oder man kann verlieren, und man muss natürlich einkalkulieren, auch wenn man verliert oder wenn man gewinnt, nicht vielleicht in dem Umfange, wie man sich das erhofft. Vielleicht gibt es Befreiungsmöglichkeiten. Jedenfalls die Entscheidung ist völlig offen. Das heißt, es muss auf jeden Fall der politische Weg eingeleitet und vorbereitet werden, dass dieses Gesetz aufgehoben wird. Und dann ist man natürlich in der politischen Diskussion, und dann geht es darum, die Abgeordneten davon zu überzeugen, dass dieses Gesetz nicht richtig ist. Die politische Diskussion ist von den Argumenten sicherlich einfacher und nicht so kompliziert wie das juristische, was hier berichtet wurde von Herrn Koblenzer und was ich jetzt auch vorgestellt habe. Letzten Endes geht es darum, dass man das Gerechtigkeitsgefühl sprechen lässt und sagt, es kann nicht richtig sein, weil es nicht gerecht ist, dass wir in einem Land leben, wo man ein Leben lang für das bloße Wohnen eine Abgabe bezahlt. Muss. Das ist falsch und das kann nicht richtig sein. Und in der Politik ist es natürlich so, dass man die Argumente da auf wenige Punkte konzentrieren kann, aber da macht es natürlich die Masse. Der einzelne Bürger oder einige wenige Bürger, die sich bei Abgeordneten beschweren werden, die werden nichts erreichen. In der Politik zählen einmal Masse und Beharrlichkeit. Es wird auch nichts reichen, wenn man einmal in eine Diskussion mit Abgeordneten eintritt, dann werden sie sagen, naja, nett, haben wir uns angehört, das war's, wir verabschieden uns. Man muss dann dauerhaft am Ball bleiben. Das heißt, es muss ein dauerhafter Protest sein und es muss auch ein massenhafter Protest sein. Nur die Masse kann dort etwas bewegen, das heißt, der Protest muss auch sichtbar sein. Man kann sicherlich das auf verschiedenen Wegen durchführen. Ein Weg ist sicherlich, dass man Gespräche führt mit den Abgeordneten, aber man kann eben auch Veranstaltungen durchführen, wie solche hier, oder dass man eben auch eine Demonstration dann durchführt und sich mit seinem Anliegen Gehör verschafft. Denn wir müssen uns mal eins vor Augen halten, es gibt hier auch ein ganz erhebliches Demokratiedefizit. Wir sind ja als Staatswesen eine repräsentative Demokratie und keine direkte Demokratie, zumindest auf Bundesebene. In den Ländern gibt es zwar Plebiszite, aber über diese Frage hier hat ja das Volk nicht direkt entschieden. Das heißt, als repräsentative Demokratie, unsere Repräsentanten sind die Abgeordneten. Das heißt aber auch, dass die Abgeordneten auf ihr Volk hören müssen und gucken müssen, wie ist die Stimmung im Volk, denn sie repräsentieren das Volk und sie sind eben nicht die Repräsentanten der Regierungschefs der Länder, auf denen das Ganze ja gewachsen ist und die das Ganze veranlasst haben. So, das heißt, es muss natürlich dann politischer Protest formuliert werden und der muss dann zum Erfolg führen. Man muss den Abgeordneten dann auch klar machen, wir lassen nicht locker, bevor dieses Gesetz abgeschafft ist. Und der Vorwurf geht natürlich an die Abgeordneten dahin, wir haben hier eine Abgabe, die hat es in dieser Form in Deutschland noch überhaupt nie gegeben. Die Frage ist, haben die Abgeordneten sich darüber Gedanken gemacht? Sie sollen ja die Meinung und Stimmung des Volkes repräsentieren. Und wenn man sich mal vor Augen hält, wie es gelaufen ist in einigen Landesparlamenten, ist das ziemlich defizitär. In Hamburg zum Beispiel hat es in der Bürgerschaft überhaupt keine Plenardebatte zu diesem Thema gegeben. Es ist von sämtlichen Parteien
Kriterien abgenickt worden. Wahrscheinlich, weil sie die Kriterien, die jetzt hier von Herrn Koblenz und auch von mir angesprochen wurden, gar nicht kennen. Das hat aber nichts zu bedeuten. Jeder Abgeordnete hat eine große Verantwortung, wenn er ein Gesetz beschließt. Und gerade wenn er ein so neues Gesetz beschließt, was es noch nie gegeben hat, muss er sich einfach fragen, vom Verstand her, vom Gerechtigkeitsgefühl, ist das richtig, geht das, kann man das machen? Das ist relativ unjuristisch formuliert. Diese Frage muss sich jeder stellen und jeder muss eigenverantwortlich auf diese Frage eine Antwort finden. Die Antwort kann man finden, wie die Antworten sind. Das haben Herr Koblenz und ich hier in einigen kurzen Worten umrissen. Diese Frage hat sich keiner gestellt. Es hat überhaupt keiner darüber nachgedacht. Das Ganze ist ein Abnickvorgang. Das ist aber keine Demokratie, weil dann bräuchten wir keine Parlamente mehr. Dann könnten die Herrschenden selber entscheiden. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal langsam in die Fragerunde über. Es brodelt bei einigen schon, ich sehe das hier. Herr Koblenzer, bitte nochmal auf die Bühne. Unterstützen Sie uns nochmal bitte. Das Ganze muss ein bisschen diszipliniert bitte ablaufen. Wir haben schon Erfahrungen, wir haben das schon mal gemacht in Karlsruhe. Also bitte wirklich nur Fragen stellen, keine Monologe und so weiter. Und bitte hier vorne hinkommen, wer eine Frage stellen möchte. Und ich halte das Mikro in der Hand, oder bin ich auch knallhart? So, dann haben wir hier die erste Frage. Bitte schön. Ja, meine Frage gilt insbesondere erstmal in Bezug auf die Vollstreckung, also das, was ja die meisten von uns bekommen. Die Frage dahingehend ist ja, man bezieht sich ja immer als Rechtsgrundlage, zum Beispiel hier in Berlin wird das ja durch das Finanzamt abgewickelt. Rechtsgrundlage wird dann die AO genannt. Die AO laut Geltungsbereich gilt ja nur für Finanzbehörden der des Bundes und der Länder. So, inwiefern kann man sich auf die AO beziehen? Für die anderen Bundesländer ist es ja dann, denke ich mal, eher die Verwaltungsvorschrift, ja, also Verfahrensgesetz, danke. Und auch da steht ja in vielen Bundesländern drin, dass explizit der Rundfunk ausgeklammert ist. Jetzt ist meine Frage, wie kann man sich darauf innerhalb dieser Vollstreckungsbescheide beziehen? Da kann ich was zu sagen. Ich führe zu dieser Thematik verschiedene Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungsgerichten. Dann geht es darum, dass einzelne Vollstreckungsmaßnahmen angegriffen werden. Meistens sind es Kontofendungen, die angegriffen werden. Die rechtliche Grundlage ist in jedem Fall das jeweilige Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, das ist in Berlin das Verwaltungsvollstreckungsgesetz und das ist, wie Sie schon richtig gesagt haben, verweist auf die Abgabenordnung. Die Abgabenordnung ist das Recht für die Finanzverwaltung, die Bundes- und die Landesfinanzverwaltung. Da sind viele Fragen drin geregelt, auch die gesamten Fragen, die die Vollstreckung angehen. Der Gesetzgeber in Berlin könnte quasi jetzt die Vorschriften aus der AO in sein Gesetz kopieren. Das macht er nicht. Er verweist auf die AO und sagt, alle Vorschriften, die in der AO stehen, gelten. Die AO ist natürlich Bundesrecht, aber über das Berliner Verwaltungsvollstreckungsrecht gilt die AO. Und wenn man gegen eine Maßnahme des Finanzamtes in Berlin, das ja hier die Vollstreckung durchführt, den Gerichtsweg beschreiten will, muss man Klage erheben beim Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Ich habe dort eine solche Klage gegen eine Pfändung geführt. Das ist dann eine finanzrechtliche Streitigkeit und das Finanzgericht entscheidet über diese Frage. Insoweit, was Sie sagten, die AO ist richtig und hier die Gesetzeslage in Berlin ist so. Zum Grundsatz muss man sagen, wir haben 16 verschiedene Landesverwaltungsvollstreckungsrechte. In der Regel ist es so, dass in den Stadtstaaten, in Hamburg macht es die Finanzbehörde, gehört zum Finanzsenator, in Berlin macht es auch das Finanzamt, hier macht es das Finanzamt. In den vielen Flächenstaaten machen es die Kommunen, da sind die Kommunenvollstreckungsbehörde, in Hessen sind es die Landkreise. Und zum Beispiel im Südweststaat und in Bayern und auch in einigen östlichen Ländern läuft die Vollstreckung über den Gerichtsvollzieher, zu den Fällen, was wir jetzt hier auch schon gehört haben. Aber der Gerichtsvollzieher macht es immer nur dann, wenn er im Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz ausdrücklich ermächtigt ist, so eine Aufgabe überhaupt wahrnehmen zu dürfen. Das heißt, diese Aufgaben, die der Gerichtsvollzieher wahrnimmt, darf auch die kommunale Vollstreckungsbehörde wahrnehmen, die Vollstreckungsbehörde des Kreises oder die Vollstreckungsbehörden des Finanzamtes. Zusatzfrage, wenn man sich auf das Verwaltungsvollstreckungsgesetz bezieht, bedeutet das ja im Gegenzug, dass die Landesrundfunk als Staat als Verwaltung auftreten, beziehungsweise per Definition eine Behörde ist. Eine Behörde ist aber wiederum eine staatliche Institution laut Wirtschaftsrechtsordnung. Also inwiefern passt es dann wiederum zur Staatsferne zusammen, wenn man sagt, das ist eine Behörde? Also es greift auch auf dieses
Urteil des Tübinger Landgerichts zurück. Inwiefern passt dann diese Rechtsgrundlage noch zu den Vollstreckungen? Das passt ja dann nicht mehr zusammen, aus meiner Sicht. Im Rahmen der Vollstreckung spielt der Rundfunk überhaupt keine Rolle mehr. Die agierende Behörde ist allein eben die Vollstreckungsbehörde, das heißt hier in Berlin das Finanzamt. In den Flächenstaaten ist es die kommunale Vollstreckungsbehörde. Es gibt eine Besonderheit im Südweststaat, da ist der SWR selber Vollstreckungsbehörde. Ich habe einen Fall, da hat der SWR bei jemandem eine Kontopfändung durchgeführt. Das darf er selber machen, weil er selber Vollstreckungsbehörde ist. Der Fall ist anhängig beim Verwaltungsgericht Freiburg. Er darf dort selber vollstrecken, weil das Verwaltungsvollstreckungsgesetz im Südweststaat das erlaubt. In der Regel spielt bei der Vollstreckung der Rundfunk überhaupt keine Rolle, weil er ist nicht der Gegner. Der Gegner, wenn man sich gegen etwas wehren will, ist die jeweilige Vollstreckungsbehörde. Und das ist, wenn wir jetzt mal den Südweststaat ausnehmen, niemals der Rundfunk, sondern eben halt immer die kommunale Behörde, in Hessen der Kreis oder eben die Finanzämter. Die letzte Frage bezieht sich noch darauf, wenn quasi das Land oder die Landesvollstreckungsbehörde oder die Gemeindevollstreckungsbehörde sich quasi hier als Gläubiger auftritt, dann müsste sie ja, also das ist das, was in gängiger Weise so das Wissen ist von den meisten, muss dann nicht ein Richter quasi ein Urteil gefällt haben, als wenn man das im zivilen Mahnverfahren sich so anschaut, dann ist es ja der Fall. Also ich glaube, was Sie meinen, auch das muss man vielleicht zur Klarstellung mal erzählen, weil auch viele Leute, die mich konsultieren, sprechen immer davon, Voraussetzung für die Vollstreckung ist nur, dass es einen Leistungsbescheid gibt. Das sind die allseits bekannten Beitragsbescheide. Weitere Voraussetzungen braucht es nicht. Das heißt, die Behörden, dazu zählt natürlich auch der Rundfunk, schaffen sich ihre vollstreckbaren Titel selber, indem sie einen Bescheid erlassen. Einzige Voraussetzung ist, dass es diesen Bescheid gibt, dass er den richtigen Adressaten nennt und dass er dem Empfänger auch zugegangen ist, dann muss eine Mahnung erfolgt sein. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Vollstreckungsvoraussetzung da. Deswegen die Vollstreckungsvoraussetzungen sind so etwas von simpel, sie sind meistens erfüllt. Deswegen hat es meistens auch keinen großen Zweck, sich gegen die Vollstreckung zu wehren, weil die Voraussetzungen so einfach zu erfüllen sind und sind auch meistens erfüllt. Das heißt, viele Leute wehren sich gegen die Vollstreckung, was aber eigentlich von vornherein aussichtslos los ist und nur Erfolg haben kann, wenn man sagt, ich habe den Bescheid nicht bekommen, der Bescheid ist mir nicht zugegangen. Dazu vielleicht jetzt noch eine aktuelle Information. Bekannt ist ja die Zugangsfiktion, wo gerne mit argumentiert wird, ein Bescheid ist am dritten Tage nach der Aufgabe zur Post als zugegangen. Dazu hat das Bundesverwaltungsgericht im letzten Jahr entschieden, dass der Bürger eben nicht etwas darlegen muss, warum er einen Brief bekommen hat, sondern dass diese Zweifelssituation, wo die Behörde beweisen muss, dass der Brief angekommen ist, schon dann eintritt, wenn der Bürger bloß bestreitet, das bekommen zu haben. Und der Bürger hat auch nicht die Last, irgendetwas darzulegen, warum er das nicht bekommen hat. Das kann man ja auch nicht, weil etwas, was nicht stattgefunden hat, etwas Negatives, das kann man aus logischen Gründen nicht beweisen. Die meisten Verwaltungsgerichte, eigentlich alle Verwaltungsgerichte, arbeiten mit dieser Zugangsfiktion. Diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ist neu. Ich habe sie in ein aktuelles Verwaltungsprozess eingebunden und hoffe, dass es zukünftig fruchten wird, sodass man möglicherweise bundesweit sich darauf berufen kann und sagen, ich habe den Bescheid nicht erhalten. Und da die Bescheide nicht förmlich zugestellt werden, dürfte dann eine Vollstreckung scheitern, weil der Rundfunk eben nicht beweisen kann, dass der Bescheid angekommen ist. Da muss man jetzt mal sehen, wie die höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bei den Verwaltungsgerichten ankommt. Ich hatte, wie gesagt, aktuell diese Argumentation gerade gestern ein Schreiben abgeschickt an das Verwaltungsgericht Freiburg, wo es um die Frage geht, aber es gibt auch noch bei anderen Gerichten genau diese gleiche Thematik und es bleibt zu hoffen, dass man mit dem Einwand dann Erfolg haben kann und dass das vielleicht zu einer etwas besseren Situation führt. Die Dame. Ja, ich habe eine Frage an den Herrn Koblenz. Die Abgrenzung zwischen Rundfunkgebühr und Rundfunkbeitrag. Also das Wort Beitrag ist mir nach wie vor zu schwammig, ich verstehe es nicht. Ich habe mir überlegt, gibt es denn da Parallelen? Müsste ja dann eigentlich andere Beiträge geben, wo man sagt, das läuft da genauso oder ähnlich. Also das Einzige, was mir eingefallen ist, ist Solidaritätsbeitrag. Aber ansonsten kenne ich keinen Beitrag. Das ist das eine. Und zum Zweiten,
es wird ja argumentiert, die öffentlichen Rundfunkanstalten haben einen Bildungsauftrag für uns alle. Es gibt auch andere Organisationen, die einen Bildungsauftrag haben, die von der Kommune bereitgestellt werden, wie eine Bibliothek, es gibt ein Theater, es gibt vieles. Und dafür zahle ich dann, wenn ich es gebrauche oder wenn ich es in Anspruch nehme, durch eine Gebühr. Wie wird das begründet? Ja, also das, was Sie ansprechen, ist genau das Kernthema, der Unterschied eben zwischen einer Gebühr und einem Beitrag. Die Gebühr entrichte ich für eine konkrete Inanspruchnahme einer öffentlich-rechtlichen Leistung. Und der Beitrag, der darf erhoben werden, wenn mir die Möglichkeit eingeräumt wird. So, und es gibt natürlich, der Solidaritätsbeitrag heißt zwar Solidaritätsbeitrag, ist aber ein ganz schlechtes Beispiel an der Stelle, weil er ja ein Zuschlag auf die Einkommensteuer ist. Solche Beiträge kennen wir im Anliegerbereich, Anliegerbeiträge jedweder Art. Es sind eben ähnlich strukturiert, nicht? Weil eben, was weiß ich nicht, wenn so ein Bürgersteig, den können Sie halt benutzen, ja, oder können Sie auch lassen, aber Sie haben die Möglichkeit, ihn zu benutzen, ja. Deswegen gibt es schon, es gibt schon Parallelen dazu und auf die beruft man sich auch im Grunde genommen, weil eben dort auch die Situation aufgegriffen wird, zu sagen, naja, alle, die im Häusler haben, die haben eben Anliegerbeiträge zu zahlen, kommt ja auch keiner auf die Idee zu sagen, es wäre eine Steuer. Aber nur die, auch da könnte man natürlich argumentieren, ja, wen betrifft es denn am Ende des Tages? Wir sagen ja auch, wenn das Innehaben einer Wohnung als Anknüpfungspunkt gewählt wird, dann scheidet dann ja per Definition nur die Obdachlosen raus. Ne? Ich habe mich eben gerade mit Leuten unterhalten, die keine Wohnung haben, die im Grunde genommen freiwillig eine Art Nomadenleben betreiben, ja, in Wagenburgen oder wie auch immer. Das sind natürlich sicherlich Einzelfälle, die wir haben, aber vom Grundsatz her ist eben das Kriterium einer Wohnung eben so dicht an dem Thema, wird nicht faktisch damit die Allgemeinheit erfasst, ja, dass eben, sage ich jetzt mal, es sehr kritisch ist, ob das ausreichen kann, um hinreichend eine Abgrenzung zum Thema Steuern zu bewirken. Denn es geht in der Finanzverfassung auch um den Schutz des Bürgers. Der Bürger muss ja erkennen können, handelt es sich eigentlich faktisch um eine Steuer oder handelt es sich tatsächlich um einen Beitrag oder um eine Gebühr. Und das ist sehr wichtig, ja, nicht nur für die Kompetenzfrage schlechthin, sondern auch eben für die Ansprüche, die auch der Bürger letztlich hat. Und insofern ist auch genau das der Anknüpfungspunkt, was uns allen hier irgendwie so ein bisschen im Bauch heraus begründet, das kann irgendwie nicht rechtens sein. Ne? Das ist genau der Punkt, den Sie erwähnt haben. Aber es gibt tatsächlich genug andere Fälle, wo eben auch Beiträge statt Gebühren erhoben werden. Besser oder viel einfacher und viel leichter zu akzeptieren sind natürlich Gebühren. Nicht? Ich gehe irgendwo hin, bekomme eine konkrete Leistung, bezahle was dafür. Da kann ich mich darüber beschweren, ob das, was ich zu zahlen habe, zu hoch ist oder ob die Leistung vernünftig ist oder eine schlechte Leistung ist. Aber ich habe zumindest keine Probleme damit zu verstehen. Ich gehe irgendwo bewusst hin, willensgesteuert, hole mir eine Leistung ab oder empfange eine Leistung und zahle dafür. Nicht? Und das ist genau der Punkt. Okay, Dankeschön. Ich habe eine Frage hier. Ich habe mich mit dem Rundfunk bei der Staatsvertrag mal ganz intensiv auseinandergesetzt. In Paragraph 14 steht dann drin, also jeder Rundfunkteilnehmer muss seinen Beitrag zahlen. Ich nehme aber nicht an Rundfunk teil, also bin ich ja kein Teilnehmer. Also die ganze Herbeileitung des Beitragsschuldners ist ja für mich nicht gegeben. Und weil auch der Beitragsgläubiger, wie schon in dem Tübinger Urteil, ja auch nicht gegeben ist. Die Sachen wollte ich dann nochmal klarstellen. Also kann man sich auf den Paragraph 14 da berufen, dass man kein Rundfunkteilnehmer ist, weil es ist ja ganz explizit so geschrieben. Wir müssen ja von den Fehlern aus dem Vertrag hier leben. Wir können ja nicht von den Sachen, die so... Es landet ja alles zwischen zwei Stühlen und genau in der Mitte. Aber müssen wir uns halt auf die Fehler konzentrieren, die hier im Vertrag drin sind. Und da meine ich halt damit, was gefunden zu haben mit diesem Rundfunkteilnehmer. Okay.
Ja, also interessanter Hinweis, allerdings auch das Thema Quadratur des Kreises. Nicht? Wenn ich den Rundfunkteilnehmer so definiere, dass das all jene sind, die eine Wohnung haben, nicht? Dann ist ja immer nur eine Frage der Definition. Das ist, sag mal, für die formellen Fragen, die ich angesprochen habe, auch gar nicht so entscheidend, viel wichtiger ist. Und das ist mal aus meiner Sicht eigentlich selbstredend. Ja? Es muss dem Bürger klar erkennbar sein, für was er bezahlt. Jetzt kann man sagen, das ist ein reiner Formalismus, ja? Aber es ist schon wichtig, dass eben hier auf diese Dinge genauestens geachtet werden, weil sonst haben wir ein großes Problem. Man kann ja, braucht nicht sehr viel Fantasie, um sich auszumalen, was man dann in Zukunft noch alles machen könnte. Und das ist ja auch ein Thema, wo man auch dringend darauf achten muss. Und deswegen hege ich auch so Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, dass eben aus dieser Konstruktion der Finanzverfassung im Grundgesetz eben man kann das jetzt sagen, dass das reiner Formalismus ist, aber der hat schon seinen Sinn, dieser Formalismus an der Stelle. Der ist eben anders als in anderen Rechtsbereichen sehr zwingend, damit der Bürger geschützt wird und der Bürger muss auch erkennen können, handelt es sich jetzt hier eigentlich um eine Steuer, ja, die man eigentlich gegenstandslos von mir verlangt. Ja, da kann ich mich beschweren über die Höhe oder die Berechnung oder wie auch immer. Ja, oder handelt es sich tatsächlich um eine Vergütung für eine irgendwie geartete öffentlich-rechtliche Leistung? Ne? Und, nur der Teilnehmer. Aber wie gesagt, ja, das ist richtig, aber da glaube ich, das ist eigentlich mehr das Thema, was man unter dem Stichwort Quadratur des Kreises bezeichnen könnte. Wenn ich vorneweg den Rundfunkteilnehmer letztlich so definiere, dass ich sage, alle sind Teilnehmer, ob sie es wollen oder nicht, sobald sie eine Wohnung haben, ne, dann merken sie schon und schon sind sie dran. Ja, aber wie gesagt, da wird ja der Link hergestellt. Ne? Gut. Dann habe ich noch eine Frage wegen dem Datenschutz. Nicht wegen Datenschutz, rückwirkende Anmeldung. Also ich bin im Juli 2014 zum Januar 2013 rückwirkend angemeldet worden. Das ist ja in dem Dokument hinterlegt. Ist das rein rechtlich möglich überhaupt, dass man anderthalb Jahre später, also im Juli 2014 zum Januar 2013 rückwirkend angemeldet worden ist? Ist ja, der MDR ist ja zum Beispiel auch eine Firma mit Umsatzsteuernummer. Kann das überhaupt rückwirkend die Anmeldung so stattfinden, rein rechtlich? Ja, das ist ja eh so ein Ding, das ja das immer in dem Fall gilt, aber umgekehrt gilt es komischerweise immer nicht. Wenn ich versehentlich Beitrag bezahlt habe, weil ich vielleicht Hartz-IV-Empfänger bin und ich wusste, dass ich befreit bin, bekomme ich kein Geld zurück, das machen die nicht, aber umgekehrt wollen sie immer im Nachhinein Geld haben. Ne? Das finde ich auch sehr merkwürdig. Also ich kann noch mal etwas erklären zu diesem Begriff, wo dann immer steht in den Schreiben, sie sind angemeldet worden. Das ist natürlich einmal von der Logik her erstmal völliger Quatsch, denn es heißt im RBSTV, jemand muss sich anmelden, wenn er eine Wohnung hat. Das ist nach dem Gesetzeswortlaut eine Pflicht des Bürgers, genauso wie ein Bürger einen steuerpflichtigen Hund anmelden muss oder eine Steuererklärung abgeben muss, wenn er ein Kraftfahrzeug zulässt oder wenn er sein Einkommen versteuert, wenn er Einkommen erzielt oder steuerpflichtige Umsätze erzielt. Diese Anmeldung ist eine Pflicht, die der Bürger zu erfüllen hat, und das kann schon aus Gründen der Logik nicht vorgenommen werden durch eine Behörde selber, die mit der ganzen Thematik befasst ist. Ich weiß, dass die das so schreiben, gemeint ist damit aber tatsächlich natürlich etwas anderes. Das heißt, die haben einfach nur einen Verwaltungsvorgang angelegt mit jemandem, den sie bisher noch nicht kannten. Bei den meisten Fällen ist das relevant geworden für Leute, die vorher nichts gezahlt haben und die durch den einmaligen Meldedatenabgleich aufgeflogen sind. Dann heißt es eben, wir haben für sie ein Beitragskonto angelegt oder wir haben sie angemeldet. Das heißt einfach nur, die haben dort eine Beitragsnummer vergeben, haben einen Verwaltungsvorgang angelegt. Das ist die rechtlich korrekte Bezeichnung. Die nennen es dann immer eine Anmeldung. Die Anmeldung ist ein rein tatsächlicher Vorgang, eine Urkunde. Wenn man sich selber als Bürger anmeldet, ist das eine Urkunde, die man unterschreibt. Wenn der Rundfunk das selber macht, ist es ein reines Verwaltungsinternum. Urkundenfälschung ist es nicht, weil der Rundfunk selber nur intern etwas macht und keine Urkunde ausstellt. Ich glaube, er hat es ganz gut erklärt. Ich hatte noch eine kurze Frage.
Eine noch, okay. Ja, eine Frage noch zum Datenschutz. Ich bin ja Thüringer Staatsbürger und beim Datenschutzgesetz des MDR steht so drin, der MDR muss sich an das sächsische Datenschutzgesetz halten. Ich halte aber dagegen, ich bin Thüringer, dass er nicht mal mein Bundesland erwähnt. Na, so geht's ja nun nicht. Ach so, sind wir bei der Hamburger Staatsbürger, wusste ich auch noch gar nicht. Ja, es gilt das jeweilige Datenschutzgesetz für die Rundfunkanstalt, da wo sie ihren Sitz hat. Ich habe die gleiche Problematik mit dem NDR. Und da der NDR seinen Sitz in Hamburg hat, gilt das hamburgische Datenschutzgesetz. Insoweit muss man darauf abstellen, auf dasjenige Land, wo die Rundfunkanstalt ihren Sitz hat. Und der MDR hat seinen Sitz in Leipzig. Und für den NDR gilt dann das sächsische Datenschutzgesetz. Aber in Erfurt für mich ja nicht. Ja, dann gilt halt eben, dass jedes Bundesland hat ja ein eigenes Landesdatenschutzgesetz. Dann soll ich das und jetzt so reinschreiben. Gut, ich denke, damit ist das soweit erstmal geklärt. Bitte. Zum Thema Normbestimmtheit und Normhierarchie. Wir haben vorhin über die Abgabenordnung gesprochen. Dazu eine Frage, wann ist die genau in Kraft getreten und wo steht das in diesem angeblichen Gesetz? Abgabenordnung ist ja kein Gesetz, also zumindest heißt es nicht so. Und der zweite Teil der Frage, Artikel 19 Grundgesetz, Zitiergebot, inwiefern erfüllt der Rundfunkstaatsvertrag das Zitiergebot und inwiefern verstößt er nicht gegen Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz, die ungehinderte Möglichkeit, sich zu informieren. Das wird ja gern bei allen Schreiben des Rundfunks rausgelassen, da steht da nur allgemein zugänglich, aber dieses Wort ungehindert wird halt weggelassen. Wie ist das vereinbar? Also wenn Sie jetzt vom Schutz, vom Grundrecht des Artikel 5 sprechen, Meinungsfreiheit, da geht es darum, dass jeder sich aus allgemein öffentlich zugänglichen Quellen ungehindert informieren darf. Jedes Grundrecht hat einen Schutzbereich und der Schutzbereich des Artikel 5 ist hier nicht tangiert, weil wir in einem Staat leben, wo sich jeder aus allen Quellen informieren darf, die es gibt. Wir haben keine Zensur, wie es in anderen Staaten gibt. Ja, man hat das Recht, das zu tun. Ja, dieser Zwang ist sicherlich als solcher empfunden da. Die Frage ist, ob der Zwang so direkt und unmittelbar ist, dass er halt eben einen Schutzbereichseingriff in dieses Grundrecht darstellt. Und mittelbar, indirekt sicherlich irgendwie ja, aber keine der Verfassungsbeschwerden, die erhoben werden, stützen sich darauf, dass Artikel 5 verletzt ist, weil das argumentativ nicht herleitbar ist, weil man gar nicht zu der Frage kommt, dass man den Schutzbereich des Artikel 5 hier bejahen kann und sagen, der Schutzbereich des Artikel 5 ist verletzt. Wir sind da jetzt sehr im Detail in verfassungsrechtlichen Fragen. Es hängt damit zusammen, wie man den Schutzbereich des Artikel 5 definiert. Das erschließt sich natürlich über die entsprechenden Kommentare des Grundgesetzes und wenn man die Schutzbereichsdefinition des Artikel 5 kennt, weiß man, dass Artikel 5, der Schutzbereich, hier nicht verletzt ist. Das waren ja drei Fragen. Ja, dann machen Sie noch mal weiter, weil Sie so viele Fragen gestellt haben. Ja, dann gehen wir zurück auf die Abgabenordnung in Kraft treten, wo es im Gesetz steht. Das Inkrafttreten der Abgabenordnung, das steht immer ganz vorne in den Gesetzen. Da würde ich vorschlagen, dass Sie im Internet als Suchbegriff eingeben, die AO, dann kriegen Sie die amtliche Fassung vom Justizministerium. Und da steht das, die Verkündungsstelle im Bundesgesetzblatt und auch das Datum. Richtig, ja, richtig. Allerdings steht auch in der gleichen Abordnung, ich glaube 277 ist das, der Paragraph Inkrafttreten. Und dort steht nichts. 415. Entschuldigung, danke. Danke, 415. Da steht nichts. Ein Gesetz, was einen Paragraphen hat mit dem Wortlaut Inkrafttreten, in dem nichts drinsteht, frage ich mich, wie kann sie in Kraft getreten sein? Also die AO gilt. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass ich selber eine Streitigkeit beim Finanzgericht Berlin-Brandenburg geführt habe, wobei für die Frage des sogenannten Rundfunkbeitrages spielt die AO ja keine Rolle. Die AO spielt für diese ganze Thematik, für die Vollstreckungsfragen, wo die Finanzämter vollstrecken, das heißt, in Berlin spielt es eine Rolle, aber die AO ist natürlich ein gültiges Gesetz und ist nachzulesen in demjenigen, was vorne am Anfang des Gesetzes steht. Die dritte Frage war ja noch mit Artikel 19 Zitiergebot, inwiefern der Rundfunkvertrag dieses einhält. Ja, das Zitiergebot gilt dann nicht, wenn in die allgemeine Handlungsfreiheit eingegriffen wird. Das haben wir natürlich hier durch die Zahlungspflicht. Man muss etwas zahlen, das ist ein Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit.
Aber das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit ist ein so allgemeines Grundrecht. Das heißt, dass bei Eingriffen in dieses Grundrecht das Zitiergebot nicht gilt. Das Zitiergebot gilt im Grundsatz, wie Sie schon richtig sagen, aber bei diesen allgemein gehaltenen Grundrechten, wie es die allgemeine Handlungsfreiheit ist, ist es nicht erforderlich, denn sonst müsste in jedem Gesetz, das irgendeine Pflicht, überhaupt irgendetwas für den Bürger regelt, jedes Mal diese Zitierung erfolgen und alle Pflichten, die gesetzlich festgelegt werden, und da gibt es ja nun wirklich sehr viele, müsste jedes Mal zitiert werden, es müsste drinstehen, durch dieses Gesetz wird die allgemeine Handlungsfreiheit beeinträchtigt. Nehmen wir beispielsweise Vorschriften in der Straßenverkehrsordnung. Das müsste überall drinstehen. Und das Zitiergebot gilt nicht, wenn man ein Gesetz hat, das die allgemeine Handlungsfreiheit beeinträchtigt. Bei anderen Grundrechten ist das in der Tat der Fall. Okay, vielen Dank. Ganz praktische Frage. Ich bekomme einen Bescheid, 1000 Euro zu zahlen, 4 Jahre rückwirkend. Was für Kosten sind mit dem Widerspruch, den ich jetzt einlegen muss, verbunden? Das Widerspruchsverfahren ist kostenfrei. Wenn Sie einen Widerspruchsbescheid erhalten, werden dafür keine Verwaltungsgebühren erhoben. Das war doch mal kurz und knackig. Ja, man muss auch keinen Anwalt dafür haben. Ne? Okay, das ist ja. Also nicht erforderlich. Wenn also Sie einen Anwalt einschalten, kann er natürlich theoretisch nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz entsprechend etwas dafür nehmen. Da bin ich etwas überfragt, was dabei rauskommt. Ganz kurz, also ich habe mich, das wurde auch angezweifelt, als Vermieter tatsächlich, der ich bin, wohnungslos gemeldet mit dem Argument, ich bin seit etlichen Jahren Wagenburgler, wohne im Wald und das war's. Aber das Problem, selbst da werden die mich wahrscheinlich veranlagen, weil die selbst einen Pappkarton im Wald noch als Wohnort definieren oder ein Boot, was 2 Wochen irgendwo anhält. Ja. Entschuldigung, das ist in der Tat eine spannende Frage, weil natürlich nicht alles, was 4 Wände hat, eine Wohnung sein muss. Ne? Also ich habe jetzt in der Praxis nicht so einen Fall, ja? Aber an den Begriff der Wohnung sind schon Mindestanforderungen zu setzen. Ich weiß jetzt nicht. Irgendwie auch eine Waschgelegenheit sein, ja. Solche Sachen. Ne? Also man kennt natürlich gerade auch im Steuerrecht, spielt ja die Wohnung eine sehr große Rolle, weil sie einer der Anknüpfungspunkte sind für die Steuerpflicht, also der gewöhnliche Aufenthalt oder der Wohnsitz. Ja, und der Wohnsitz muss natürlich eine Mindestanforderung haben. Es reicht nicht aus, dass man irgendwie 4 Wände hat, nicht? Um es mal auf den Punkt zu bringen. Deswegen ist diese Frage mit dem Wagenburgler, jetzt ist er weg, da vorne ist er noch, natürlich durchaus spannend. Man hat auch allgemein im Steuerrecht immer solche Themen, was ist mit dem Wohnwagen, muss er fest mit dem Grund und Boden verbunden sein und. Das sind also im Einzelfall Fragen, die dann zu klären wären, ob das besondere Gebilde im konkreten Einzelfall als Wohnung zu definieren ist, ja oder nein. Ja, zu der Frage mit der Wohnung habe ich einen interessanten Fall, der wahrscheinlich hier im Sommer in Berlin beim Verwaltungsgericht verhandelt wird. Wer sich jetzt mit den Urteilen und Rechtsstreitigkeiten befasst und einige Urteile oder vielleicht ein Urteil mal gelesen hat, da heißt es natürlich immer, wegen der bekannten Wohnungsabgabe, es ist unstreitig, dass der Kläger eine Wohnung hat. Das ist es in den meisten Fällen noch. Aber dann stellt sich ja mal rein von der Logik die Frage, wie ist es denn, wenn der Kläger keine Wohnung hat? Dann fällt ja die ganze gerichtliche Entscheidung vielleicht anders aus. Und ein solcher Fall ist jetzt hier in Berlin anhängig und wird wahrscheinlich im Sommer verhandelt werden. Der Kläger ist wahrscheinlich auch zwangsangemeldet worden oder halt eben erkannt worden, weil er hier gemeldet ist. Es geht um eine Wohnung in Berlin, da wohnt der Kläger aber nicht selber. Die Wohnung ist vermietet, da wohnen zurzeit Personen, die sind aus Neuseeland. Das heißt, er hat sicherlich den Fehler gemacht, sich in Berlin für eine Wohnung zu melden, wo er gar nicht wohnt. Aber in dieser Wohnung wohnt eben der Kläger nicht, da wohnen andere Personen. Und das ist auch positiv überprüfbar. Man kann in die Wohnung hingehen, man kann sicherlich diese Mieter als Zeugen befragen. Da ist ja jetzt die Frage, wie geht es jetzt aus? Er hat natürlich auch einen Beitragsbescheid bekommen mit einer Festsetzung. Und der Kläger sagt jetzt, und der Kläger wird von mir vertreten, das heißt, ich habe geschrieben, der Kläger wohnt nicht in der Wohnung. So, dann kommt natürlich die nächste Frage, da er ja klagt und wenn man einer Klage eine zustellfähige Anschrift braucht, fragt das Gericht, ja
ja, wo hat denn der Kläger seinen Wohnsitz? Weil das ist Voraussetzung für eine Klage. Nun ist es so, der Kläger ist deutscher und britischer Staatsangehöriger und hat eine Adresse in Großbritannien, was also als Zustellanschrift für das Gericht dann reicht. Aber es entspricht der Wahrheit und es ist nachprüfbar, dass er in dieser Wohnung in Berlin nicht wohnt. Und es müsste eigentlich, bei dieser Situation müsste er mit seiner Klage Erfolg haben. Das wäre dann einer der wenigen Fälle, wo eine solche Klage gegen einen solchen Bescheid mal Erfolg hat, weil wir ja nun auch aus dem Vorhergesagten schon wissen, dass die Klagen alle keinen Erfolg haben. Das heißt, man kann mit der Argumentation Erfolg haben, wenn man sagt, ich wohne nicht in der Wohnung. Nur wenn man dann geklagt hat und hat eine Adresse angegeben, muss man natürlich gucken, wie passt das Ganze zusammen. Das heißt, irgendwie beißt sich das Ganze. Wenn man jetzt in diesem Fall, ist es natürlich günstig, wenn einer eine weitere Staatsangehörigkeit hat und ist dann in Großbritannien, dann ist das Ganze natürlich auch plausibel. Nur wenn man anfängt zu klagen, macht man das hier immer mit seiner Wohnanschrift bei der Wohnung, um die es geht, und irgendwann später sagt man dann, ich wohne da aber gar nicht. Natürlich kann man ausziehen, man kann vergessen, seiner Meldepflicht nachzukommen, man kann woanders wohnen, man kann auch in das Ausland ziehen, das ist alles möglich, das kann alles aufgeklärt werden. Es gibt ja keine Pflicht, hier in Deutschland zu wohnen oder hier in Deutschland zu bleiben. Also insoweit ist das hoffentlich einer der Fälle, wo denn tatsächlich mal jemand in einem solchen Fall obsiegt, und es bleibt halt eben abzuwarten, wie das Verwaltungsgericht Berlin dann dazu entscheiden wird. Das jetzt nur mal am Rande, weil diese Frage jetzt anklang, und das ist ein ganz interessanter praktischer Fall, der vielleicht viele interessieren wird. So, nun aber. Ich hab nur eine Frage. Wenn ich mal optimistisch davon ausgehe, dass dieses Bundesverfassungsgericht zeitnah noch dieses Jahr eine Entscheidung trifft, und zwar in unserem Sinne, also dass diese ganze Konstruktion für verfassungswidrig erklärt wird, was passiert dann mit den bis dahin noch nicht eingetriebenen Beiträgen? Also ich bin jetzt bei einem Rückstand von 1.000 Euro etwa, geklagt, mich gewehrt und so weiter. Das führt zwar nicht dazu, dass ich davon irgendwann befreit werde, aber es führt zur Verzögerung. Und jetzt kommt das Verfassungsgerichtsurteil und die sagen, okay, das ist alles verfassungswidrig. Entfallen, bin ich dann sozusagen raus aus der Geschichte? Sind damit diese ganzen Forderungen hinfällig? Oder werden die weiter eingetrieben? Also das ist das Thema, was ich eben kurz angesprochen habe, die Krux oder auch das wesentliche Element eines Rechtsstaates. Ja, wenn man sich jetzt nicht gewehrt hat und ein solcher Bescheid ist tatsächlich bestandskräftig geworden, ja, dann hat man ein Problem, nicht? Weil man dann trotzdem bezahlen muss. Ansonsten in jedem offenen Verfahren komme ich natürlich am Ende des Tages dann dazu, dass, wenn es wirklich so kommt, dass verfassungswidrig erklärt wird, ich eben nicht mehr zahlen muss. Und dann muss natürlich ganz allgemein für die Zukunft betrachtet, ist es undenkbar, dass tatsächlich das Bundesverfassungsgericht oder dass nachher der Beitragsservice entsprechende Bescheid aussieht. Vielleicht einen Satz nochmal dazu. Ja? Es kann auch als Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts herauskommen, eine Entscheidung mit der Feststellung, dass es zwar verfassungswidrig ist, aber die bisherigen Regelungen bis zu einer Neuregelung weiter gelten. Das sind die unschönsten Entscheidungen. Ja, das kennen wir im Steuerrecht. Beispielsweise zuletzt bei der Erbschaftssteuer, die als verfassungswidrig entschieden wurde und wo es eine solche Weitergeltungsanordnung gab. In der Regel werden Weitergeltungsanordnungen immer nur da ausgesprochen, wo es wirklich um signifikante Finanzierungsthemen der öffentlichen Hand geht. Ob das wirklich beim Beitragsservice der Fall ist, da kann man ein Fragezeichen hintermachen, aber man muss dann wirklich auch ernsthaft befürchten, dass bis zu einer Neuregelung die zeitlich in der Regel dann befristete Weitergeltungsanordnung eines Bundesverfassungsgerichts mit ausgesprochen wird. Oder als es ja auch um die Besetzung des ZDF-Verwaltungsrates ging, das war doch auch, dass man gesagt hat, das muss bis in 2 Jahren oder so geändert werden. Und da haben die sich erstmal jede Menge Zeit gelassen, das bis zum letzten Tag ausgenutzt, die politischen Parteien. Da haben wir das ja auch erlebt. So, bitteschön. Ich habe den Ausführungen der beiden Juristen entnommen, dass offensichtlich bei der Gesetzgebung als auch bei der sich anschließenden Rechtsprechung mit der heißen Nadel gestrickt wurde, dass man da vielleicht nicht so in die Tiefe gegangen ist. Da drängt sich mir der Gedanke auf, dass eventuell andere Kreise daran interessiert sind, dass
die öffentlichen Rundfunkanstalten so bestehen bleiben und weiter finanziert werden, wie es bisher war, die Grundlage, die finanzielle Grundlage noch wesentlich verbessert wird. Ich komme da irgendwie nicht davon weg, dass da eine gewisse Staatsräson dahinter steht. So wie es beispielsweise in Frankreich der Fall ist, das gab es zu Zeiten der Könige, als auch dann später während der Republik und auch jetzt, dass man sagte, okay, das ist alles nicht so richtig, aber der Staat und die Interessen des Staates, der aktuellen Regierung und der sich in der Zukunft bildende Regierung geht da einfach vor. Die Regierung will sich eine Einflussnahme, eine wohlfinanzierte Einflussnahme auf die Bürger dieses Landes nicht nehmen lassen. Das ist meine Frage und darauf mal eine Antwort. Da liegen Sie vollkommen richtig. Was Sie ansprechen, das ist die Intention der Politik, als dieses Gesetz zustande gekommen ist. Und da ist es sehr aufschlussreich, wenn man sich mal die Parlamentsdrucksachen dazu durchliest. Ich habe jetzt ein Dokument dabei vom Berliner Abgeordnetenhaus. Da hat der Senat diese ganze Thematik eingereicht, damit das Abgeordnetenhaus das beschließt. Und da werden also die Intentionen deutlich und eben auch die Kritikpunkte. Ich will das jetzt mal, ich habe mal die entsprechenden Passagen hier markiert. Und zwar einmal ist zum Beispiel, also man sagt, dass man hatte vielleicht als Alternative gedacht, dass man eine PC-Gebühr einführt, eben für Computer, weil die ja auch Rundfunk empfangen können. Man sagt aber, die Akzeptanz einer entsprechenden Ausweitung der Zahlungspflicht in Gestalt einer PC-Gebühr erweist sich als problematisch. Dann frage ich mich, wenn man das schon als problematisch ansieht, was man ja gar nicht gemacht hat, was man zwar machen könnte, und dann ist es natürlich noch viel problematischer jetzt mit dem Rundfunkbeitrag. Das heißt, warum soll der Rundfunkbeitrag unproblematisch sein, wenn diese mildere Variante mit der PC-Gebühr, wenn es sie denn geben würde, problematisch sein soll? Wenn man den erst recht Schluss zieht, dann muss man sagen, ja, aber dann ist der Rundfunkbeitrag natürlich erst recht problematisch. Aber auf diese Idee ist man natürlich gar nicht gekommen. Das ist auch wieder eine Frage der Logik. Ist natürlich völlig unlogisch zu sagen, eine PC-Gebühr ist problematisch, aber ein Rundfunkbeitrag soll dann unproblematisch sein, weil der Rundfunkbeitrag ja viel schwerwiegender in die Rechte der Bürger eingreift. Aber das nur mal am Rande. Wir haben hier vielleicht wegen des Wortes PC-Gebühr, weil man dann ja den gesamten Zorn des Internets wahrscheinlich sofort gegen sich hat. Wahrscheinlich hat man gedacht, das Wort ist einfach unschön oder sowas. Es kann sein, dass das auf der Terminologie basiert, dass das Bundesverfassungsgericht ja mal entschieden hat, dass eben auch ein internetfähiger Computer ein Rundfunkempfangsgerät ist und daher vielleicht der Begriff der PC-Gebühr stammt. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Aber ich habe zum Beispiel jetzt hier die Intention der Politik. Es sagt also hier der Senat von Berlin, damals, das war im November 2010, da war der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit, der sagt, die Abkehr vom Gerätebezug ermöglicht ferner eine gleichmäßigere und damit gerechtere Verteilung der Lasten auf alle, und da haben wir es wieder alle, nämlich alle, die Allgemeinheit, die nicht beitragspflichtig ist, auf alle, die in unserer Gesellschaft von der Einrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks direkt oder indirekt profitieren. Das heißt, es ist eine Art Demokratieabgabe. Man soll bezahlen, weil man in einer Demokratie lebt und es diese Einrichtung hier eben gibt. Das heißt, das ist die Intention der Politik. Das heißt, es wird auch gar nicht verheimlicht und es wird auch gar kein Hehl daraus gemacht, was man damit intendiert. Aber dass eben diese Intention, gerade wenn es heißt Verteilung der Lasten auf alle, so, alle, das ist die nicht beitragspflichtige Allgemeinheit. Man macht gar keinen Hehl daraus, dass man gegen das Verfassungsrecht verstößt und die Verfassung ignorieren will. Man will eben um jeden Preis ein politisches Ziel durchsetzen, egal wie das Verfassungsrecht ist, ob das rechtlich möglich ist oder nicht. Man hat ein politisches Ziel und das Recht spielt dabei keine Rolle. Man will es durchsetzen. Das hat man in diesem Fall ja auch getan. Gut, und wenn man sagt, dass alle in unserer Demokratie davon profitieren, dann ist es halt eben die Allgemeinheit. Und an solchen Dingen werden eben die Intentionen der Politik deutlich. Ich habe das Gleiche mal gemacht für Schleswig-Holstein, wo ich ja herkomme. Ich komme nicht aus Hamburg, ich komme aus Quickborn in Schleswig-Holstein. Da gibt es das Plenarprotokoll des Landtages, als man Ende 2011 dazu debattiert hat. Und dann hat der damalige Ministerpräsident Carstensen sich auch in dem Sinne ausgedrückt, es sei doch gut und es sei schön, wenn alle dafür bezahlen, weil es hätten alle eine Verantwortung und es sei gerecht, wenn alle bezahlen. Das ist die
die Intention der Politik, was natürlich eben nicht geht, da die Allgemeinheit nicht beitragspflichtig ist. Und an solchen Dokumenten wird die Intention der Politik deutlich. Man muss natürlich diese Dokumente finden. Und es können sowohl jetzt Dokumente der Landesregierung selber sein, wie vom Senat. Es können aber auch Plenardebatten sein. Es können auch Ausschussprotokolle sein, wo etwas drin steht. Das muss man aufmerksam lesen und dann das Wichtige quasi herausfiltern und dann die verfänglichen bzw. verräterischen Passagen dann finden. Und das sind natürlich auch Punkte, die man dem Senat hier politisch und rechtlich entgegenhalten kann, dass man sagt, das, was Sie hier gesagt haben, geht nicht. Wie können Sie das politisch vertreten, dass Sie hier gegen das Verfassungsrecht verstoßen? Das ist dann auch der Vorwurf an den Senat. Nun liegt das Ganze ja schon viele Jahre zurück und Herr Wowereit ist bekanntlich nicht mehr im Amt. Ministerpräsident Carstensen in Schleswig-Holstein genauso. Das heißt, es ist schon eine Legislaturperiode vergangen, was aber natürlich nichts an der politischen Verantwortung generell ändert. Die besteht einfach, solange es dieses Gesetz gibt. Denn wenn man zu der richtigen Einsicht käme, dass dieses Gesetz falsch ist, kann man es natürlich jederzeit aufheben. Da man es aber nicht aufhebt, trifft natürlich auch alle die Nicht-Aufhebenden eine politische Verantwortung dafür, dass es weiterhin besteht. Ja, hallo, ich habe nur eine naive Frage eigentlich. Herr Kurpens hat vorhin gemeint, dass der Herr Kirchhoff ja eventuell als befangen durchgehen könnte im Gerichtsverfahren, weil er sein Bruder ist und so weiter. Wie ist es eigentlich generell bei Richtern, die jetzt in der Regel wahrscheinlich schon öffentlich-rechtlichen Medien konsumieren werden? Sind die auch unbefangen oder befangen? Also zunächst einmal, das sage ich jetzt, das ist meine Meinung, aber die vertrete ich auch als Organ der Rechtspflege. Das sind nämlich Rechtsanwälte auch. Ich gehe immer vom Grundsatz her von der Unbefangenheit deutscher Gerichte aus. Das ist also mal der Grundsatz. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Und deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit für jeden Bürger, wenn er den Verdacht hat, auch den begründeten Verdacht, eben einen Antrag auf Ausschluss des einen oder anderen Richters wegen Befangenheit zu stellen. Meistens, das zeigt die Praxis, haben solche Befangenheitsanträge keine Aussicht auf Erfolg. Sie sind aber auch, das muss man auch auf der anderen Seite sagen, häufig auch ein taktisches Element, was Sie vielleicht aus dem Strafrecht kennen, wenn Sie schon mal sowas lesen, um eben eine gewisse Publicity hinzubekommen oder auch eine Prozessverzögerung taktisch herbeizuführen. Das ist einmal das Erste. Der zweite Punkt ist aber schon so, dass auch ein Richter sicherlich sich nicht frei machen kann von der Bedeutung seiner Entscheidung. Ja, nehmen Sie einmal an, Sie hätten ein Oberverwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht in Münster, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, hätte nun entschieden, dass es aber unserer Auffassung folgt und wäre der Meinung, dass eben tatsächlich dieser Beitrag nicht rechtens ist. Das hätte natürlich gravierende Auswirkungen, weil eben dann der Rundfunkbeitrag oder der Beitragsservice sich ernsthaft die Frage hätte stellen müssen, ja, ob man bei einer solchen Lage, wenn ein oberstes Gericht, das ist ja immer auf Landesebene das höchste Verwaltungsgericht, ob man dann einfach weitermachen kann mit der Praxis wie bisher oder ob man nicht hätte die Festsetzung des Rundfunkbeitrags erstmal aussetzen müssen bis zu einer einheitlichen Klärung dieser Rechtsfrage. Und in ähnlicher Weise ist natürlich auch das Bundesverwaltungsgericht eigentlich fast immer bei Entscheidungen, um die es eben um solche Themen geht, das ist ja nicht nur der Rundfunkbeitrag, sondern kann es auch um andere Dinge gehen, immer auch in der besonderen Pflicht und Situation genau zu prüfen, auch was das für Auswirkungen hat. Ich gehe einfach davon aus, dass natürlich diese Dinge auch eine gewisse Rolle spielen. Und vielleicht, aber das möchte ich gar keinem unterstellen, wenn man vielleicht 2, 3 rechtlich denkbare Argumente hat, auch für die Frage, welcher Argumentation ich folge, vielleicht auch solche Gesichtspunkte berücksichtigt. Ja? Das ist sicherlich ein Thema.
Deswegen ist es auch so wichtig, dass man auch durchhält. Ja? Wenn jetzt jemand sagt, ich habe einen solchen Bescheid, dann muss man einfach sagen, ja, du musst trotzdem dagegen vorgehen. Weil solange wir uns an die Rechtsstaatlichkeit gebunden fühlen, sollten wir die Mittel, die uns der Rechtsstaat zur Verfügung stellt, eben auch nutzen. Es gibt natürlich auch ein anderes Mittel. Ja? Das ist eben dieser Bürgerprotest, der sich ja auch hier breit macht. Der Protest von der Straße, der aber dann am Ende des Tages seine Wirkung nur entfalten kann, wenn es über die politischen Ebene in die Parlamente getragen wird und dann eben zu einer Umkehr der Politik führt, die dann vielleicht auch Fürsprecher findet und irgendwann einmal generell die Finanzierungsthematik des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf das Tableau bringt und zu überdenken. Da habe ich eben auch schon ein paar Sätze zu gesagt. Ja, hallo. Ich habe als Berufspendler eine Zweitwohnung. Und ich kann zwar in einer Wohnung 20 Fernseher haben, auf jedem anderes Programm gucken und zahle nur einmal, aber ich habe zwei Fernseher, die in unterschiedlichen Wohnungen stehen. Es ist doch eigentlich objektiv unmöglich, dass ich alle beide gleichzeitig nutzen kann. Warum soll ich da zweimal zahlen? Inwiefern ist das juristisch haltbar? Eine der berühmten Fragen, ja. Na gut, dass Sie eine Zweitwohnung haben, können Sie natürlich schlichtweg dadurch beenden, dass Sie sich am Zweitwohnsitz abmelden. Dann sind Sie dafür auch nicht mehr zahlungspflichtig. So einfach ist das. Sind Sie in der Wohnung berufstätig? Ich kenne jetzt Ihre persönliche Situation nicht. Nur das ist ja zum Glück eine Entscheidung, wo man sich selber von einer Pflicht oder einer Last lösen kann, wenn man seinen Zweitwohnsitz abmeldet. Ja, aber er kann ja nur an einem Ort zurzeit Fernsehen gucken und nicht an beiden gleichzeitig. Das ist richtig, aber... Er kann seinen Fernseher mitnehmen, je nachdem, in welcher Wohnung er gerade ist. Zum Beispiel. Naja, es reicht natürlich nur aus, wenn Sie eine Wohnung haben, wenn Sie jetzt, ich will nicht sagen, den Fehler begehen, aber sich halt eben mit einem Zweitwohnsitz melden, weiß die Behörde davon und verwendet das natürlich zu Ihrem Nachteil. Wenn Sie es schlichtweg vergessen würden, sich am Zweitwohnsitz anzumelden, haben Sie es halt vergessen, um es mal so zu sagen. Ja, aber Sie haben ja auch die Möglichkeit, sich abzumelden. Wenn Sie am Zweitwohnsitz sich nicht mehr aufhalten, melden Sie sich einfach ab. Ja. Ja. Also vielleicht zu der Zweitwohnung. Das ist, wir haben einen Musterfall aufgegriffen zu dieser Zweitwohnung, die auch jetzt als Verfassungsbeschwerde in 2017 noch nachgereicht wurde. Sie hat eine besondere Thematik. Klar kann man so praktisch vorgehen, wie der Kollege Bölk das sagt, aber es hat auch manchmal noch andere Probleme, denn es gibt ja die eine oder andere Stadt, die eine Zweitwohnungssteuer erhebt und da ist das relativ gefährlich, so zu agieren, denn das kann bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen führen, denn die Zweitwohnungssteuer ist zu bezahlen, wenn Sie eine Zweitwohnung haben, völlig unabhängig, ob Sie die angemeldet haben oder nicht. Die Anmeldung ist nur entscheidend dafür, ob jemand letztlich davon Kenntnis nimmt und deswegen ist es nicht ganz ungefährlich mit dieser Zweitwohnung. Deswegen haben wir auch einen solchen Fall aufgegriffen und haben ihn vorangetrieben über das Bundesverwaltungsgericht jetzt bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Und ich hoffe auch sehr, dass das Thema der Zweitwohnung vielleicht noch vom Bundesverfassungsgericht aufgegriffen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt ja eben vier Leitverfahren, die bisher bekannt gegeben worden sind, dass sie verhandelt werden sollen. Da ist jedenfalls unser Fall noch nicht dabei mit der Zweitwohnung. Ich habe jetzt nicht genau im Blick, ob die anderen Verfahren, also ein Verfahren von uns ist dabei, aber ob die anderen drei Verfahren, ob da eins dabei ist mit der Zweitwohnung. Ich gehe sehr stark davon aus, dass möglicherweise das Bundesverfassungsgericht die ein oder andere Verfassungsbeschwerde, die eben die Zweitwohnungsproblematik mit sich bringt, ja, noch aufgreift, weil insbesondere auch das Bundesverwaltungsgericht sich bei diesen Entscheidungen schwerer getan hat. Das heißt ja auch, dass man da Zweitwohnungssteuer fällt ja nicht an, wenn man auch beruflich nur Zweitwohnungen. Also wenn Sie aus beruflicher Gründen eine Zweitwohnung haben, Sie ja eine doppelte Haushaltsführung. Das heißt also, die damit verbundenen Kosten sind unter den entsprechenden Regelungen, die das Steuerrecht dafür vorsieht, auch absetzbar. Ne? Aber wie gesagt, ich erwähnte das gerade, diese Zweitwohnung ist ein ziemlich großes Problem. Es gibt ein anderes Problem, was ähnlich gelagert ist, wenn Sie ein Freiberufler sind, ja, und Sie haben sozusagen in der zweiten Wohnung, üben Sie Ihre freiberufliche Tätigkeit aus, ja, haben Sie ein ähnliches Thema. Ob Sie
sie sozusagen für ihren freiberuflichen Betrieb auch nochmal eine Gebühr zu entrichten haben. Auch da gibt es Musterverfahren, die anhängig sind, die eben im Einzelfall eben Besonderheiten aufweisen. Ja, und ich könnte mir schon vorstellen, dass in dem einen oder anderen Fall es zu einer differenzierteren Betrachtung am Ende des Tages kommen wird. Ja, das ist ja ein großes Thema. Mir fällt auch noch ein, weil ich auch vorhin schon mal das von meiner eigenen Firma angesprochen habe. Soweit ich weiß, müssen ja große Privatfernsehsender keinen Rundfunkbeitrag bezahlen, weil man ihnen sagt, ihr müsst ja nicht eure eigene Konkurrenz subventionieren. Gilt das nicht jetzt, wo die Öffentlich-Rechtlichen mit Funk massiv im Internet auch auftreten, theoretisch für jeden YouTube-Kanal, dass jeder YouTuber sagen kann, wieso, ich muss doch nicht meine eigene Konkurrenz finanzieren, die hier im Netz auftritt. Kann man auf der Schiene was erreichen oder ist das zu naiv? Also sag mal so, eine sehr, sehr interessante Fragestellung. Ich meine, das Thema ist ja sowieso sehr problematisch, wenn die öffentlich-rechtlichen Sender über ein solches Zweitangebot im Internet Konkurrenz machen und diese Konkurrenz na, im Grunde genommen wettbewerbsverzerrend dadurch ist, dass eben die öffentlich-rechtlichen Anstalten ja tatsächlich eine gesicherte Finanzierung haben, während andere ja sehen müssen, wie sie langkommen. Das ist ein hochproblematisches Feld, was auch rechtlich von, mit Problemen behaftet ist, in anderen Bereichen, wo ich jetzt nicht gerade Spezialist drin bin, aber die natürlich sehr deutlich machen, dass im Rahmen der geänderten Zeiten und der Technologie all das ganze Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk überdacht werden muss, auf komplett neue Füße gestellt werden muss. Und ich erwähnte es in meinem Eingangskurzstatement, dass ich eben auch hoffe, dass sag mal, dieser Protest, der von Ihnen ausgeht und das, was wir hier versuchen, auch rechtlich zu bewegen, wirklich auch am Ende des Tages die Verantwortlichen in der Politik dazu veranlassen wird, mal grundsätzlich über das Thema öffentlichen Rundfunk nachzudenken und zu einer kompletten Neuordnung der Thematik zu kommen. Das wäre jedenfalls der große Wunsch. Ich würde jedenfalls, wenn ich so einen Kanal habe, durchaus auch mit diesem Argument anfangen, auch rechtlich vorzugehen. Ich halte das nicht für völlig ausgeschlossen, weil die Differenzierung der Größe jedenfalls auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar wäre, weil im Rahmen der sogenannten Einschätzungsprärogative, die hier, auf die man sich da berufen könnte, jedenfalls eine solche sachliche Differenzierung eigentlich gar nicht zulässt. Ja, denn man könnte ja ganz umgekehrt sagen, es ist ja gerade für die Kleineren noch viel, viel gravierender als für die Großen. Nicht? Deswegen leuchtet, sagen wir das nicht ein, den kleinen Internetkanal, den du auch hast, Holger, dort eben mit einem Malus zu versehen, während die ganz Großen, die ohnehin ja auch über andere Einnahmemöglichkeiten verfügen, weil sie auch im Werbebereich ganz anders aufgestellt sind, eben dort zu privilegieren. Jetzt haben wir. So, ich bin noch nicht ganz so lange in dem Thema, muss ich sagen, aber was mir aufgefallen ist, wäre jetzt eine Frage an die beiden Juristen, warum denn sich kein weisendes Gericht imstande sieht, mal abschließend zu klären, was sind sie denn nun? Sind sie eine Behörde oder sind sie eine Firma? Also die Frage ist ganz klar zu beantworten. Die Rundfunkanstalten sind als Anstalten des öffentlichen Rechts Träger hoheitlicher Gewalt, üben Aufgaben der öffentlichen Verwaltung aus. Dass es sich um eine Firma handelt, das sind Falschinformationen im Internet. Davon muss ich ausdrücklich warnen, denn sie sind extra deswegen als Anstalt des öffentlichen Rechts geschaffen worden durch den Gesetzgeber, damit sie hoheitlich handeln, indem sie Bescheide erlassen. So, wenn sie keine Behörde wären, gäbe es all diese Prozesse vor den Verwaltungsgerichten nicht, weil vor den Verwaltungsgerichten wird eine Behörde verklagt. Schon daraus muss man schließen, dass es sich um eine Behörde handelt. Diese Informationen, es handelt sich um eine Firma, sind Falschinformationen, die, ich weiß nicht warum, verbreitet werden, inhaltlich falsch sind, aber es handelt sich definitiv um Behörden, nämlich Anstalten des öffentlichen Rechts, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen. Wie kann denn das Landgericht Tübingen dann entscheiden, dass sie keine Amtsbeihilfe leisten dürfen? Also dass die Amtshilfe, Entschuldigung.
wenn es eine Behörde ist? Wie funktioniert das denn dann? Es ist eine Behörde und es steht im RBSTV drin, dass rückständige Beträge im Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben werden und das wird in sämtlichen 16 deutschen Ländern so durchgeführt nach den jeweiligen Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzen. So. Wie lange ist denn die Schlange noch? Wer ist da noch? Okay. Also gehen Sie mal davon aus, ja, dass die Entscheidung von Tübingen durch den Bundesgerichtshof am Ende des Tages aufgehoben wird. Davon können Sie gefestigt ausgehen. Wir haben noch so ungefähr 15 Minuten, bevor die Polizei uns dann langsam Richtung Pariser Platz scheuchen will. Also ich würde sagen, noch kurz und knackig jetzt bitte. Eine kurze Frage. Darf der MDR Beiträge zwangsvollstrecken aus 2013, ohne dass ein Festsetzungsbescheid ergangen ist? Ich habe jetzt vor kurzem 2017 von der Stadtkasse, also von der Kommune, die Androhung zur Zwangsvollstreckung bekommen. Und hab dann eben auch hingeschrieben zum MDR, dass es verjährt ist, habe das aber wiederbekommen jetzt. Ja, es gibt eine Regelung im RBSTV, dass für die Verjährung die Vorschriften des BGB gelten. Das BGB kennt eine Regelverjährung, eine dreijährige Verjährung von Ansprüchen. Das ist aber zugeschnitten für das Zivilrecht. Wir sind hier im Abgabenrecht und im Abgabenrecht gibt es einmal die Festsetzungsverjährung und einmal die Vollstreckungsverjährung. Die Festsetzungsverjährung betrifft die Frage, wie lange darf eine Behörde eine Abgabe festsetzen. Das ist in der AO geregelt. Und die Vollstreckungsverjährung betrifft die Frage, wenn ein Festsetzungsbescheid ergangen ist und man zahlt nicht auf diesen Bescheid, wie lange darf dann vollstreckt werden? So, und im RBSTV selber steht dazu nichts drin. Das BGB ist schlecht dienlich, wenn man jetzt um Fragen der Vollstreckungsverjährung spricht. Das heißt, bei Ihnen müsste man klären, geht es um die Festsetzungsverjährung oder geht es um die Vollstreckungsverjährung? Wenn Sie keinen Festsetzungsbescheid bekommen haben, darf gar nicht vollstreckt werden. Das sagte ich ja schon, ist Vollstreckungsvoraussetzung. Ein Leistungsbescheid, wenn es den nicht gibt, dann darf nicht vollstreckt werden. Dann sollten Sie gegen die Vollstreckungsmaßnahmen gerichtlich vorgehen. Dann muss ich mich an die Kommune wenden. Sie müssen sich an die Vollstreckungsbehörde wenden, die Ihnen eine Vollstreckung androht, per Vollstreckungsankündigung oder schon eine Vollstreckungsmaßnahme durchgeführt hat. Wenn die Vollstreckung angedroht wird, müssen Sie den öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruch geltend machen, dass man es unterlässt, die rechtswidrige Vollstreckung durchzuführen. Wenn es zu einer Vollstreckungsmaßnahme gekommen ist, müssen Sie dagegen Widerspruch erheben bzw. gleichzeitig Klage erheben oder Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs beim Verwaltungsgericht. Das hängt davon ab, in welchem Land das stattfindet und wie das jeweilige Landesrecht den Rechtsschutz gegen Vollstreckungsmaßnahmen ausgestaltet. Es gibt in manchen Ländern überhaupt keinen Widerspruchsverfahren und in der Regel hat ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, da muss man im Einzelfall gucken, welches Landesverwaltungsvollstreckungsrecht gilt und sich dann herausarbeiten, wie ist die Rechtslage. Falls da Bedarf besteht, will ich Ihnen da gerne helfend zur Seite stehen. Zwei kleine Hinweise zwischendurch. Wer sich für den von Herrn Bölkschen angesprochenen Verein Rundfunkbeitragsfreie Wohnen und Wirtschaften interessiert, möge dort an den Infostand kommen. Ne? Da gibt es Infomaterial, auch ein Aufnahmeformular, wer da Mitglied werden möchte. Und an die Berliner speziell, es gibt auch regelmäßig einen runden Tisch zum Thema Rundfunkbeitrag und beziehungsweise den Kampf gegen den Rundfunkbeitrag. Der ist wieder am 10. Mai um 18 Uhr im Familienzentrum Schillerkiez, Karlsgartenstraße Nummer 6. Es gibt aber auch einen Kalender auf der Seite www.gez-boykott.de. Da kann man sich die ganzen Termine auch nochmal genau anschauen. So, bitteschön. Ja, ich habe jetzt eine Frage an die beiden Rechtsanwälte. Ich habe am 23.05. eine mündliche Verhandlung im Verfassungsgericht in der Kirchstraße. Welche Argumente soll ich jetzt vortragen? Ich habe keinen Fernseher, nie welchen besessen. Ich habe auch kein PC, womit ich auch ein Fernsehprogramm empfangen könnte. Ich will mich einfach wehren dagegen, weil mich das wahnsinnig angestupft hat, dass man mir ständig irgendwelche Bescheide aus Köln und hier jetzt aus der Masurenallee geschickt hat. Welche Argumente sind für mich dann die günstigsten? Wie soll ich argumentieren, dem Richter gegenüber? Also ich muss noch mal eines jetzt zur Klarstellung fragen. Sie sagten vor dem Verfassungsgericht.
Sind Sie vor dem Verwaltungsgericht? Vor dem Verwaltungsgericht, ja. Also ja, es gelten die Argumente, die Sie jetzt hier schon von Herrn Koblenzer und von mir gehört haben. Das sind ausschließlich verfassungsrechtliche Argumente. Sie sagen, das Berliner Zustimmungsgesetz zum RBS-TV ist verfassungswidrig. Sie setzen natürlich voraus, dass Sie sich im Verfassungsrecht auskennen und verfassungsrechtlich argumentieren können. Wenn nicht, dann hätten Sie da wirklich ein Problem mit. Sie können sich natürlich für eine mündliche anwaltlich vertreten lassen. Ansonsten, sag ich mal, ist so eine Verhandlung auch ein Selbstgänger. Sie müssen halt eben nur Ihren Klageantrag stellen und sagen, der Bescheid soll aufgehoben werden und die Rechtssache soll dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt werden. Wenn Sie nicht in eine verfassungsrechtliche Diskussion dort einsteigen können, würde ich eher sagen, dass Sie das dann lassen. Also Sie müssen, die Argumente sind ausschließlich verfassungsrechtlicher Natur. Andere gibt es nicht. Das setzt natürlich dann voraus, dass einem diese Thematik präsent ist. Insoweit, wenn Sie das gerne machen möchten, würde sich eine Vertretung empfehlen. Ansonsten würde ich dann eher nicht so viel sagen in der Verhandlung. Gut, das kann ich auch noch mal unter vier Augen vielleicht besprechen. Das können Sie mit, glaube ich, das ist sehr speziell jetzt. Also meine Frage geht ungefähr in die gleiche Richtung. Ich habe jetzt heute durch die Veranstaltung beim Vollstreckungsbeamten Aufschub gekriegt, aber nächste Woche Donnerstag muss ich ihm berichten, was die Veranstaltung hier ergeben hat. Ansonsten geht er wie bei Ihnen zur Bank und dann kriege ich von der Bank ein Schreiben, da liegt ein Bescheid vor und dann buchen die ab. Also da wäre jetzt die Frage, was kann ich ihm jetzt am Donnerstag erzählen? Kann ich ihm sagen, er soll noch bis Ende Sommer warten, bis das Verfassungsgericht entschieden hat, dass ich noch mehr Aufschub haben möchte? Oder was soll ich Ihnen jetzt am Donnerstag sagen? Ja, wie gesagt, da die Vollstreckungsvoraussetzung total simpel ist, nämlich nur, dass es einen Leistungsbescheid gibt. Und wenn bei Ihnen ein Leistungsbescheid vorliegt, ist die Vollstreckungsvoraussetzung gegeben, sodass Sie rechtlich dagegen nichts unternehmen können. Ob Sie menschlich oder auf andere Weise was unternehmen können, möglicherweise von der rechtlichen Seite und nur das Rechtliche zählt, muss ich sagen, rechtlich haben Sie keine Handhabe dagegen. Okay, der Nächste bitte. Ich habe eine Frage, und zwar zum Thema Abgabenordnung. Da habe ich nämlich ein Problem. Wir haben einen Mehrpersonenhaushalt. So, und das ist ja geregelt im Rundfunkbeitrag Staatsvertrag, Paragraph 2. Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner entsprechend Paragraph 44 der Abgabenordnung. So, Paragraph 44 Abgabenordnung. Gesamtschuldner, Personen, die nebeneinander dieselbe Leistung aus dem Steuerschuldverhältnis schulden oder für sie haften oder die zusammen zu einer Steuer zu veranlagen sind, sind Gesamtschuldner. Soweit nichts anderes bestimmt ist, schuldet jeder Gesamtschuldner die gesamte Leistung. So, in Paragraph 1 der Abgabenordnung. Anwendungsbereich dieses Gesetz gilt für alle Steuern einschließlich der Steuervergütung, die durch Bundesrecht oder Recht der Europäischen Union geregelt sind, ja, und so weiter und so fort. Also es wurde festgestellt, es ist ja keine Steuer. Ich habe dann aber einen Steuerschuldner, zumindest wird er als dieser deklariert. Es gibt keine Steuernummer, es gibt keine Steuer, es gibt keinen Steuerschuldner. Aber es findet Steuerrecht Anwendung. Ja, also da ist es so, dass aus Vereinfachungsgründen im Rundfunkbeitrag Staatsvertrag entsprechend verwiesen wird für diese Frage auf die Abgabe. Und das ist eine zulässige Rechtsverweisung, die jetzt nicht einhergeht mit der Feststellung, hier handelt es sich um eine Steuer oder es muss eine Steuer vorliegen, damit überhaupt diese Rechtsverweisung zulässig ist. Hier geht es nur um die Frage, was eine Gesamtschuldnerschaft ist und welche Konsequenzen sie hatte. Die ist vollkommen korrekt, jedenfalls von der Rechtstechnik her. Da geht es auch nicht um die materielle Frage, ob das ein Beitrag oder eine Gebühr oder eine Steuer ist, sondern hier geht es ja einfach nur um die Frage, wer, wenn das alles geklärt wäre, wer müsste am Ende des Tages dafür aufkommen, wenn in einer tatbestandlich festgelegten Wohnung eben mehrere wohnen, die ja im Grunde genommen auch alle diese Rundfunkleistungen gleichermaßen in Anspruch nehmen könnten. Nicht? Und die müssen sich das quasi teilen, faktisch gesehen. Ne? Jeder kann in Anspruch genommen werden und Sie könnten theoretisch, da es eine gesamtschuldnerische Haftung ist, wenn Sie in Anspruch genommen werden, sich sozusagen die Anteile von den anderen so abholen, quasi. Ja, das heißt dann also, einer für alle und nicht alle für einen. Also
es wird der eine quasi in Erziehungshaft gesteckt oder sowas, wie halt hier bei den vier Frauen. Am Anfang ist das so und Sie müssten dann im Innenverhältnis sehen, dass Sie Ihr Geld bekommen. Allerdings wäre wahrscheinlich, da muss ich ein bisschen zu dem Kollegen Böll gucken, weil ich natürlich in den Praxisfällen an der Stelle etwas überfragt bin. Es ist natürlich dann für die Frage, wen packe ich mir, sicherlich auch ein gewisses Auswahlermessen auszuüben. Ja, wenn ich dort einen bettlägerigen, schwerstkranken Menschen habe, der ebenfalls in der Wohnung liegt, wäre sicherlich das Auswahlermessen fehlerhaft, ja, wenn ich den jetzt heranziehe und ihn dann in eine Erzwingungshaft bringe oder so. Ne? Ja, nein, es geht ja nicht, es geht nicht um Strafe, es geht um die Frage, wer muss diesen Beitrag bezahlen. Und wir haben eine Wohnung, es wohnen mehrere darin. Hier ist eben geregelt, dass man sich zunächst an einen auch wenden kann, alle anderen gleichwohl als Gesamtschuldner eben dafür haften. Wenn zum Beispiel Sie nicht bezahlen könnten, weil Sie nicht genügend eigene Mittel haben oder es kann nichts gepfändet werden und so weiter, könnte selbstverständlich dann man an den nächsten Mitbewohner gehen und schauen, ist da was zu holen. Das ist das Wesen der gesamtschuldnerischen Haftung. Okay, danke. Bitte. Sie hatten vorhin gesagt, jeder, der eine Wohnung hat, muss GZ zahlen. So, DVB-T2 ist ja jetzt raus, ist auch mit RTL, also privat getrennt und öffentlich, braucht aber trotzdem weiterhin eine Antenne. Warum muss ich denn eh zahlen, wenn ich Kabel sowieso abgesperrt habe, also getrennt habe? Ich habe kein Smartphone und ein normales Handy und kein Fernseher. Das ist doch widersprüchlich. Und jeder, selbst Obdachlose, haben Handy, wo schon die Prepaid-Karte freigeschaltet wird und kann praktisch dadurch empfangen. Und wenn ich öffentlich informiert werden will, kann ich ja genauso gut in der U-Bahn gehen oder im Geschäft gehen, wo jeder auch einkaufen geht, auch Obdachlose. Und, oder die Zeitung draußen, die da ausliegt, lesen. Gut, das hatten wir ja im Prinzip schon, oder? Das haben wir eigentlich schon vorhin beantwortet. Ja, vielleicht ganz kurz. Dadurch, dass man eine geräteunabhängige Tatbestände geschaffen hat, kommt es natürlich auch jetzt nicht vom Grundsatz her auf die technische Möglichkeit. Sie müssten ja auch bezahlen, wenn Sie gar kein Gerät haben. Nicht? Und das ist nicht das Entscheidende. Die Frage, die sich hier stellt, ist, welche technischen Voraussetzungen muss der einzelne Nutzer tatsächlich herbeiführen, um diese Leistung in Empfang zu nehmen. Und genau auf diese kausale Mitwirkung des Beitragspflichtigen soll es ja nicht mehr ankommen. Und das ist ja auch einer der Punkte, die mittelbar auch für die verfassungsrechtliche Frage von entscheidender Bedeutung ist, wenn eben solche wesentlichen kausalen Zwischenakte noch erforderlich sind, ja, kann man dann eigentlich noch davon sprechen, dass das Tatbestandsmerkmal Wohnung hinreichend ist, um tatsächlich einen Beitrag, also die Möglichkeit einer öffentlich-rechtlichen Leistung in Anspruch zu nehmen, reicht das? Das ist genau die Kernfrage, die dann eben auch das Bundesverfassungsgericht klären muss. Okay. So, ich habe eine kleine Frage, und zwar, soweit mir bekannt ist, darf nach internationalem Recht niemand wegen Schulden in Haft genommen werden. Wie sieht es in Deutschland aus? Werden die internationalen Gesetze eingehalten oder nicht? Zweite Frage ist, warum ist der MDR als Firma eingetragen im Handelsregister, wenn er eine Behörde ist? Und meine dritte Frage, wie sieht es aus mit Zahlungen unter Vorbehalt? Geht sowas? Also was Sie eben sagten mit Inhaftnahme, das handelt sich hier nicht um strafrechtliche Inhaftierungen, es handelt sich um Erzwingungshaft zur Abgabe einer Vermögensversicherung. Das ist gesetzlich geregelt in den Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzen. Die entsprechende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage dafür gibt es. Sagen Sie noch mal bitte jetzt Ihre weitere, was Sie noch weiter wissen wollten. Ich wollte doch wissen, wenn der MDR eine Behörde ist, warum ist er dann im Handelsregister als Firma eingetragen? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich das Handelsregister nicht kenne. Da müsste ich mir den Handelsregistereintrag ansehen, dann kann ich dazu rechtlich etwas sagen. Die Frage kann ich mangels Kenntnis leider nicht beantworten. Es gibt ja immer jede Menge Tochterführungen, das weiß man ja, ne? Zahlung unter Vorbehalt gibt es im öffentlichen Recht nicht. Das gibt es im Zivilrecht, wenn man zum Beispiel Mieter einer Wohnung ist und die Wohnung hat Mängel. Man möchte aber keine Mietminderung durchführen, weil man nicht riskieren möchte, wegen Mietrückstücken gekündigt zu werden. Kann man beispielsweise eine Miete unter dem Vorbehalt der Rückforderung zahlen. Das ist eine rechtliche Konstruktion aus dem Zivilrecht, die es im öffentlichen Recht nicht gibt. Und deswegen kann man sich im öffentlichen Recht dieser Methode nicht bedienen. So, jetzt wird langsam knapp mit der Zeit. Ja.
will versuchen, mich kurz zu fassen. Es heißt ja immer, dass die Gebühr nicht voraussetzungslos oder der Beitrag nicht voraussetzungslos geschuldet ist, sondern dass man das im Gegenzug zahlen muss für den Empfang eines Vorteils. So, jetzt ist es für mich aber kein Vorteil. Ich sehe das eher als Zeitverschwendung an, wenn ich vom Fernseher rumhänge. Da kann ich auch keinem mithelfen. Und deswegen frage ich, kann ich nicht selber für mich definieren, was überhaupt ein Vorteil ist und was eine Leistung ist? Ich bin der Meinung, es ist keine Leistung. Dafür gibt es halt Gesetze, ne? Ja, das ist einer der Punkte, was Sie ansprechen, was auch Gegenstand der Verfassungsbeschwerden ist, dass es nämlich gerade keinen Vorteil gibt dafür, beziehungsweise dass man sagt, was ist denn der Vorteil? Den muss es natürlich geben. Also die Rechtsprechung sagt immer, der Vorteil sei die Rundfunkempfangsmöglichkeit. Das ist ja eine rein physikalische Erscheinung. Um es nochmal zu sagen, da vorne ist der Funkturm. Um es nochmal in aller Deutlichkeit klarzustellen, wir müssen zahlen für eine rein physikalische Erscheinung, genauso wie das Licht oder wie die Wärme. Darin wird der Vorteil gesehen, dass das falsch ist. Dass das falsch ist, das ist ja Sinn und Zweck dieser Veranstaltung, das hier zum Ausdruck zu bringen und ein Verständnis dazu zu erwecken. Es ist kein Vorteil, aber man interpretiert es so. Die Rundfunkempfangsmöglichkeit, auch eben ohne, dass man ein Gerät hat, das wird so interpretiert, das ist natürlich falsch und Herr Koblenzer und ich und die anderen Verfassungsbeschwerdeführer greifen das natürlich verfassungsrechtlich an. Aber Sie haben das Problem erkannt und das wird rechtlich angegriffen. Wir müssen das noch, sorry. Wie rechtfertigen die Befürworter dann die vermeintlichen Vorteile? Was schon gerade gesagt wurde, der Vorteil soll in der Rundfunkempfangsmöglichkeit bestehen, indem allen unterstellt wird, sie hätten eine Möglichkeit, da sind wir wieder bei der Frage der Typisierung, die Unterstellung der Gleichmacherei, das ist also unisono immer die gleiche Begründung und nachzulesen in sämtlichen veröffentlichten Urteilen zu dem Thema, da wird dieser Vorteil so beschrieben, wie ihn die Rechtsprechung sieht. Wir halten das natürlich für falsch, aber die Rechtsprechung sieht es so, aber das ist eben deren Begründung dafür. So. Ich habe eine kurze Frage zum Datenschutz. Es gab ja im Rahmen der Einführung des Beitrags einen einmaligen Abgleich mit den Meldeämtern und irgendwie, als ich umgezogen bin, ist durch wundersame Weise der Beitragsservice zu meiner neuen Adresse gekommen, obwohl ich allen Sachen widersprochen habe. Gibt es doch eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren? Also wir müssen jetzt ja sagen, es gibt das Bundesmeldegesetz, vorher war das Melderecht Landesangelegenheit und ich weiß aus meinem Land, da war es gesetzlich so vorgesehen, dass automatisch bei einem Umzug oder bei einer Neumeldung eine Meldung an den Rundfunk erfolgte. Das heißt, die Menschen wurden quasi bei einem Umzug vom Rundfunk verfolgt. Es geht hier um die automatisierte oder die automatische Meldedatenübermittlung, das heißt von alleine, ohne dass jemand anfragt. Das Bundesmeldegesetz hat keine gesetzliche Ermächtigung für eine automatische Meldedatenübermittlung. Dass natürlich eine Behörde anfragen kann und eine Melderegisterauskunft einholen kann, ist völlig klar. Mir ist das auch schon mal berichtet worden von einem Mandanten, der hat mir gesagt, ich bin umgezogen und nach einiger Zeit kriegte ich Post vom Rundfunk. Ich führe das zurück auf eine automatische Meldedatenübermittlung, denn anders kann der Rundfunk da nicht von erfahren, wenn der Bürger sich selber nicht meldet beim Rundfunk. Es gibt im Bundesmeldegesetz keine gesetzliche Grundlage dafür. Das heißt, man müsste dann bei der Meldebehörde nachfragen, haben Sie eine automatisierte Meldedatenübermittlung durchgeführt? Wenn ja, an wen? Und dann müsste man gucken, ob es wirklich so gewesen ist. Und dann muss man halt eben sagen, dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage. Das wäre die Herangehensweise an die ganze Thematik. Es ist also eine datenschutzrechtliche Frage. So, der Zeitplan sieht leider vor, dass wir jetzt Schluss machen müssen. Es tut mir leid, ich muss da jetzt leider hart sein, weil das mit der Polizei so abgesprochen ist. Aber es geht ja noch weiter. Es gibt jetzt gleich einen gemeinsamen Protestzug sozusagen Richtung Pariser Platz. Wir werden auch ganz kurz bei der ARD halten. Da kommen wir nämlich direkt vorbei. Da können wir mal ganz kurz laut werden, würde ich sagen. Also, vielen Dank nochmal. Die beiden Herren sind ja auch noch da. Also kann ja auch noch unter euch nochmal kurz eine Frage stellen. Das ist ja sicherlich möglich. Aber die Veranstaltung ist hiermit erstmal beendet. Vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant, fand ich. Es war sehr informativ. Danke, dass ihr alle dabei wart. Und jetzt wird noch gemeinsam marschiert. Dankeschön.